2 Jahre haben wir gewartet, mindestens, vielleicht 3. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem wir endlich Dark Souls 3 starten und spielen. Meine Damen und Herren, an meiner Seite heute als Special Guests Maxi Markov und Sebastian Sterzig. Ja. Claps in Chat. Danke, dass ich dabei sein darf. Große Ehre. Fast in die Fresse geschlagen. Alles gut. Okay, ich bin sehr aufgeregt, bin ich ehrlich. Musst du dich sein, das ist ein geiles Game. Das ist ein für mich auch historischer Moment. Hier ist meine Waffe. Und ich würde sagen, wir schalten um und gehen ins Game. Voila. Spielen. Wie ihr seht, wir haben das Rad der Qualen. Qualen? Hast du die Liste? Was für eine Liste? Mit den Punkten. Welche Punkte? Die Qualen auslösen. Was ist, wenn ich jetzt eine 15 rolle? Ja, das ist alles eine gute Frage. Hätten wir vielleicht eher klären müssen. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Bitte. Ihr schlagt's vor. Ruhe. So, jetzt kommt jetzt ein heftiges Intro. Ich hab doch Ruhe! Ich hab doch gar nichts gesagt, Mann. Unterschätzt das gar nicht. Praise the Sun. Nein, das kann Ding im Sound. Bei dir nicht? Ich hab nicht mein Headset drauf. Hören die Leute was? Natürlich. Geil. Weil es über den Gesamtmix läuft. Ja, seid mal ruhig. Ja. Geil. Ab. Warte, bleib! Go to praise the sun. Der geilste Teil kommt noch. Ich will jetzt anfangen. Ich hab da jetzt 80 Jahre drauf gewartet, Digga. Das ist ja bisher Dark Souls 1. Nur, da steht eine 3. Aber es klingt geil. Ist okay. Die Server gehen eh. For real? Fortfahren? Neues Spiel. Das ist ja dein Kamera. Okay. Dennis, der Gatter. Dennis. Ich kann den Zappel deutlich leiser machen. Achso, ob wir das ausschalten. Also, geil, pass das klingt. Wir machen das folgendermaßen, dass wir jetzt Progress haben. Einmal nachfragen, Strafen ist, wo ich ihn finde. Weil da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nee, gar kein Stress, ja? Danke dir. Gar kein Stress. Ich will mal ein neues Spiel. Schön. Yes, indeed. Das darf jetzt noch laut sein, Leute. Ruhe. Danach machen wir leiser. Lothric. Das muss jetzt schallern. Ich hab sie. Ruhe! Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Regie Inge ein bisschen laut. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Regie, ich brauche im Team Hop Discord-Channel noch potenzielle Links. Ich sag nur AI, etc. Alles, was ich noch brauche, over. Hey, die Grafik ist ja viel besser als bei Dark Souls 1. Kick me. Wir sitzen hier wie die letzten Atzen, Alter. Okay, Max. The Link of Fire is threatened. Wird schon gespoilert hier. Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Die alten Aschefürsten. Die kommen wieder. Guck hin! Aldrich, Saint of the Deep. Also neue Dudes, oder? Der ist eklig. Das sind neue Dudes. Neue Dudes. Ja. Ich nehme mal an, das ist Aldrich. Das sind jetzt, letztendlich ist es wie bei Dark Souls 1, dass einmal die ganzen Bosse gezeigt werden, ne? So die wesentlichen. Vielleicht. Die wichtigsten. Farron's Undead Legion. Wie bitte? Richtig eklig sieht er aus. Ja, die erste ist eklig. Du hast Dark Souls 3 schon gespielt, ne? Eine Stunde, anderthalb Stunden, ja. Die ersten anderthalb Stunden. Digga, ist das so ein Quadra-Boss? Mit 4 auf einmal? Ich sag nichts. Das ist der Nichts-Spoiler-Boss. Das ist der Meme. Okay, der kann nichts. Fürst der gottlosen Hauptstadt, Digga? Boah, der hat aber eine Waffe. Boah, ich weiß doch gar nicht, worauf ich gehe. Auf welchen Stat? Ich kann dir, du musst mir sagen, ob ich Sachen sagen darf.
Da müssen wir uns eh noch. Das müssen wir jetzt gleich festlegen. Ja, das müssen wir gleich festlegen. Unterschätze ich mal nicht. Unterschätze ich mal nicht. Der ist schon ganz schön groß. Unterschätze ich mal nicht, Dimitros. Warum starte ich jetzt im Knast? In truth, the lords will abandon their thrones. Ich sehe keinen Chatbox. Mir wird schlecht. Was abgeht, Leute. Du bist unkindled, by the way. Unentfacht. Ist das was Neues? Was unentfacht? Du bist unentfacht. Ist das was Neues? Neue Mechanik? Also es hängt alles miteinander zusammen. Aber eins hängt sehr krass mit drei zusammen. Du wirst nicht... Ja, also der ganze Vibe ist schon wie so eine abgegradete... Also ja. Übel nah. Für mich ist das gerade ein stiller Raum. So! Okay. Also. Bitte nenn ihn Sterzig. Wir müssen jetzt einmal so diesen Discussion-Rat. Leute, es gibt so diese Pepe-Gruppe. Die am Tisch sitzt. Die so am Tisch sitzen. Das ist jetzt der Moment. Pepe-Tisch. Also. Kannst du eigentlich Fullscreen machen, oder nicht? Theoretisch, jetzt, ja. Jetzt, wo wir nachdenken. Die Frage ist, Leute, worauf gehen wir? Bei Dark Souls 2, das letzte Mal, habe ich mit Stärke gestartet. Da habe ich so... Und um zwei Greatswords genommen, Dual-Wielding und, ja. Und alles getushottet. Aber wenn ich in engen Gängen war, ding! Ja, das ist wacky. Also habe ich umgespeckt, erster Teil, wo man umspecken konnte. Ja. Ging aber Dark Souls 1 nicht. Und bin auf Degen gegangen und viel, viel... Geschicklichkeit. Ja. Dex. Und in Dark Souls 1 bin ich auf Quality-Build gegangen, weil ich ich hatte erst Claymore, und dann die Black Knight Hellebarde. Die ist OP. Die kam einfach mega random gedroppt. Das war einer der besten Dark Souls Momente für mich. Da war Peter von Pizza mit dabei. Grüße gehen raus. Peter, ne? Peter, danke für die 50er Bombe. Ey, giftet mal jemand Peter einen Zap. Ja, dementsprechend, was ich noch nie hatte, war Intelligenz Glaube. Ja, also ich kann dir sagen, Intelligenz Glaube, also es kam immer mehr aber Spells dazu. Es ist immer, gerade wenn ich jetzt an das Ding denke, ja, ist auf Mage gehen oder auf Faith, auch bei Elden Ring. Man braucht Wissen, um das schnell zu embracen. Ja. Weil du brauchst halt Essentials. Und das habe ich nicht. Nee. Die Frage ist halt... Und jetzt eine Grundsatzfrage. Und das sage ich in jedem Teil bisher, bei 1 und 2. Dieses Spiel, dieses Format fickt mich. Mental, körperlich, alles. Ja. Und ich mache das zurück. Ja. Dementsprechend war der Ansatz bislang no rules. Also theoretisch, ich kann mir eine Strat empfehlen lassen. Ja. Und die verfolgen. Wenn mir einer bei Dark Souls 1 geschrieben hätte, yo, bieg die rechts ab zu den Undeads, roll dich dreimal runter und du kriegst dieses heftige Schwert. So, I do it. So, das ist der Grundsatz von dem Format. So, da gibt es Vor- und Nachteile. Einige sagen dann, oh, ist lame. So, weil, ja, kann ich auch irgendwo verstehen. Aber auf der anderen Seite werde ich hier auch durchgeknechtet und die das schreiben, nicht. Das stimmt. Also die Spielweise ändert sich dramatisch. Du bist dann ultra vorsichtig. Genau. Also letztendlich... Also ein bisschen rüber. Letztendlich ist es ja so, ich tryharde hier mir die Seele aus dem Leib. Und das ist auch der Grund, warum ich bei Dark Souls 1 und 2 ab und an tatsächlich Bosse First Try gelegt habe. Und... Das ist für mich so das höchste Gebot. Ich will nicht sterben und dafür tue ich alles. Ja, aber dann ist ja auch eigentlich das Beste, dass du das OPste im Spiel nimmst, oder nicht? Ja. Nicht jetzt irgendwas ausprobieren. Also hier muss ich gleich sagen, wir sind in der Charakterauswahl noch. Ja. Und du hast jetzt schon die Möglichkeit, eine OP-Waffe zu wählen, die alle Speedrunner wählen. Das geht jetzt bereits. Die man bis zum Ende durchnehmen kann, wa? Die man bis zum Ende durchnehmen kann, die turbo-broken sind. Alter. Also das sind, soll ich dir die Waffe nennen? Mhm. Okay, das sind die sogenannten Twin Blades, mhm. Oder wie man in dem Spiel sagt, die Win Blades. Das ist wahrscheinlich, das ist ein Wortspiel. Das ist wirklich, ist wahrscheinlich Geschicklichkeit, ja. Es ist Dex, ja. Und die sind broken beyond alles. So, das also, muss aber gucken. Also das, es ist aber auch deine Spielstilfrage. Also du wirst es zum Beispiel mit einem Ritter und Schilden, wenn du nicht sterben willst,
deutlich leichter haben. Also man kann wieder wie in den alten Teilen die weirdesten Attacks blocken mit Schilden. Das muss man sagen. Aber er bringt halt super viel Erfahrung tatsächlich mit. Und das Ding ist, du kannst vergleichsweise früh die Windblades aber auch wieder finden. Und dann später noch die Entscheidung treffen, wie ich das mache. Aber du kannst sie auch von Anfang an haben und dann wird gelevelt, Bruder. Vielleicht einfach mal aus Interesse, nicht, dass ich es nehmen würde, aber lieber Mods eine Abstimmung starten. Dex, Stärke, Glaube, Fate, Intelligenz. Ist es entweder oder ist es oft eine Kombi? Hier? Nee, entweder oder. Ja. Also es gibt auch Kombi-Waffen. Aber ist es so, dass... ist Quatsch. Es beißt sich ähnlich wie bei Elf. Ich würde eigentlich gerne auf Int oder Faith gehen, weil ich das halt noch nie gemacht habe in einem Format. Ich persönlich kann empfehlen, das erst später zu machen, weil der Spielstil tatsächlich so anders ist. Okay, dass man dann quasi... Kann man rerollen, ja, ne? Du kannst später neu leveln, ja. Und du kannst es relativ früh sogar. Aber es ist tatsächlich so ein anderer Spielstil. Ich glaube, ich würde es so machen, dass ich erstmal ins Game reinstarte. Und dann merke ich auch ganz viel, wie der Flow ist, wie der Vibe ist, worauf ich Bock habe, womit ich gut umgehen kann, was sich gut anfühlt. Und dann würde ich sagen, gucke ich jetzt einfach mal, womit die zum Beispiel starten. Genau. Also ja, hier, klar. Doch Henno. Doch Höno. Höno. Egal. Alter, das klingt aber ja gut, ich bin einfach nur so. Ich bin jung, Digga. Klasse. So, jetzt geht's los. Alter. Das also, der Söldner, eins. Das sind die Windblades tatsächlich. Weil hier Krummsäbel. Hier funktioniert... Nee, das ist kein richtiger Krummsäbel. Also, die Waffen funktionieren... Also, ist einer. Aber die Waffen funktionieren anders. Und zwar hast du hier... Er hat quasi jetzt Schwert und Schild in der Hand. Ja. Wenn du das Ding zweihändig führst, packt er ein zweites aus. Ah, du musst also wie bei Elden Ring. Nein, weil bei Elden Ring musst du jede Waffe einzeln leveln. Bei Elden Ring waren noch ganz wenig Waffen so. Ja, die klauen. Die Clown oder diese die Kugel, diese Anfangswaffe. Ja. So, also die da sind ganz wenige. Hier ist es quasi immer so gelöst, wenn du Dual Wieldest, dann ist es quasi auch ein Dual Wield Schwert. Unterschätze ich mal nicht. Aber der ist OP. Unterschätzt den Bettler auch mal nicht. Söldner, ich habe jetzt schon einige im Chat gesehen, die wollen den Bettler sehen tatsächlich. Ja, Bettler wäre am witzigsten. Dieb. Ja, kann mich halt. Okay, Assassin hat ja ein heftiges Sword, Alter. Das ist so ein Rapier? Nee. Vom Moveset ist das flott. Also wie gesagt, die sind am Anfang alle relativ ähnlich. Der ist ein bisschen weird mit dem Schwert. Roman kennst du ja quasi auch schon. Kleriker hätte ich Bock, irgendwie vom Vibe her, also Faith. Aber Faith kriegst du erst sehr spät in den Spells. Bettler ist halt... Oh, das kam auch spät. Oh, die Regie. Die Regie macht gerade mit... Die Regie testet ein bisschen. Also nur an YouTube so, die Regie ist hier ein bisschen am Rumprobieren, Digga. Ja, ein bisschen lauter, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Heftig. Okay, jetzt ist halt non-existent. Ich bekomme halt gar nichts mit, weil ich kein Headset auf habe. Ja, warte mal, können wir den nicht das auch noch? Triple Headset? Triple Split? Triple Split? Ich weiß gar nicht, wo der endet. Ja, ist doch erstmal egal. Mach erstmal hier. Also, Stats-wise, Söldner. 11, 12, guck mal, 12 Zauberei. Hier ist übrigens anders 16. als bei Elden Ring. Also, hier haben die ein Stat dazwischen gemacht und das ist quasi Belastbarkeit. Wenn du also höhere Ausrüstung tragen willst, musst du Belastbarkeit leveln. Du kriegst nicht durch Kondition, Ausdauer und gleichzeitig dicke Rüstung. Okay. Das haben die bei, schon wieder das haben die bei Elden Ring reverted. Okay. Also das finde ich beschissener. Ja, klingt scheiße. Du schaffst das mal nicht. Ja, es war unangenehm. Ja, Qual der Wahl, Leute. Starte ich denn hier mit Spells rein? Ja, kann ich mir die angucken? Nee, irgendwie nicht, ne? Also du hast ja quasi in hier und dann kann hast du so nicht einen leichten Knockback. Nee, kannst du nicht angucken. Also du musst ganz Spaß starten. Ah, das ist wieder bei 1 mit dieser Feuerhand, die man so leveln kann und dann werden die Spells immer besser. Aber da weiß ich zum Beispiel gar nicht Bescheid. Da könnte ich dir null helfen. Okay, boah, ich bin so unsicher. Also wie gesagt, wenn du richtig viel Spaß haben willst, ist Söldner so das Geilste. Klassisch Werberritter. Also du hast halt super viel Belastbarkeit und die stärkste Rüstung im Spiel. Das Schwert, also meine Lieblingswaffe findest du auch recht früh. Und die kannst du als Ritter auch früh führen. Also wenn du OP sein willst, nimmst du die Windblades. Aber der hier ist halt so der absolute Superklassiker. Ja, ich will vor allem auch safe spielen. Ich glaube, ich will gar nicht so OP sein, ich will safe spielen. Wenn du safe spielen, ist Söldner schwieriger. Dann safe. Weil da musst, bei Söldner musst du rollen können wie ein Weltmeister. Ja. Okay. Qual der Wahl. Also ich wäre für Ritter. Weil wenn das so der Durchschnitt ist, Ritter. Ja, Ritter findet auch am Anfang eine gute Waffe, die er früh führen kann, die ich Turbo Broken finde. Ich glaube, auf Ritter kann man noch am besten dann aufbauen, oder? Okay, warte mal. Also, ich finde es fein, wenn du mir Tipps sagst, wenn du fragst, ob ich Tipps will. Ja. Und wenn ich es halt proaktiv frage. Ja.
Scherz, ich darf mir immer Tipps geben. Ey, ich kann halt auch auf Elden Ring Skills kann ich auch vertrauen, weißt du, wie ich meine? Wie ist eigentlich die Abstimmung ausgegangen? Ja, gute Frage. Gab es überhaupt eine? Gab es eine? Gab es Abstimmung? Gab's eigentlich Frage und passt doch nicht auf. Naja, okay. Ich nehme. Ich fick doch am Anfang eh alles. Soll ich guck einfach das zu nehmen, was ich mach zwischendurch Geräusche, so sie. Also Decks schreiben sehr viele. Es schreiben eigentlich fast alle Decks. Decks hat gewonnen, schreiben die Leute. Ja, Decks. Dann auf okay. In die Windblades. Ja, komm, dann mach ich das jetzt scheiß drauf. Oh. Begräbnisgeschenk. Das ist quasi ein Start-Item, ja. Wie bei Elden Ring. Max ja, TP ist ultra gut. TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Wahrscheinlich einmalig oder ja, pro. Das gab's bei Dark Souls 1 auch schon. Da gab's irgendwie viermal oder sowas, konntest du das finden. Stellt TP vollständig wieder her. Feuerbombe ist für Speedrun wahrscheinlich. Also bei 1 war es so. Mhm. Wahrscheinlich so Aufwendung von Feuerwaffen. Dann kriege ich ja ungeheuer. Also das würde ich dir gerne erklären. Ja, okay. Bestandteil halt zur Aufwertung. Ah ja, wahrscheinlich das Crafting-System wieder komplett anders, ne? Es ist anders, aber geiler. Oh, okay. Ja, gerne. Ja, jetzt muss ich nur sagen können, okay, wir müssen eine Regel festlegen. Du musst mich fragen, hey Maxim, ist das Quatsch oder kein Quatsch? Hä? Und das musst du, also es gibt auch Quatsch. Also für mich... Okay, gerade verwirrst du mich einfach nur. Für okay. Mich wäre es toll, wenn du einfach leise sein würdest und Max die Entscheidung treffen. Ich lasse ihn die Entscheidung treffen. Weil ich habe immer Angst, dass du dann so Sachen sagst und dann ist es viel zu einfach für ihn. Ja. Nee, deswegen frage ich ja nach. Also, ich habe immer gesagt, Gäste dürfen eigentlich selbst entscheiden, wie sie es machen wollen. Ja. Weil ich will, dass meine Gäste sich hier wohlfühlen. Hier und am Ende des Tages geht es so einfach nur um Entertainment. Ja. Und ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Der eine mag es lieber, wenn gebackseated wird. Der andere denkt, ja, ich hasse Gäste. Oder ja. Er soll helfen. Nein, er soll hier richtig reinreiten oder so. Das sollen die Gäste entscheiden. So, finde ich. Damit die sich hier wohlfühlen. okay, also du willst mir einfach nur brutal helfen wahrscheinlich. Ich will, dass du Spaß hast. Okay, ja. Und ich weiß, wie man hier Spaß hat. Okay, perfekt. Mhm. Also, ich glaube, ich würde einfach die Max-TP nehmen. Oder ich nehme hier den Boost, dass ich am Anfang mehr Seelen habe. Das weiß ich gar nicht, wie viel das ist. Das wäre halt geil zu wissen, aber es ist so typisch Dark Souls. Hier kann ich invaden, ja. Okay, also ich glaube, ich würde Ring des Lebens nehmen. Weil dann starte ich schon mal mit dem Ring. Max-TP ist immer gut, gerade in diesem Format. Ja, einfach. Das ist mir eigentlich scheißegal, bin ich ehrlich. Auch. Aussieht? Auch. Scheißegal, oder? Ja. Ich würde den Bettler empfehlen. Der Bettler ist geil, aber die Waffe ist noch nicht mal bad, Leute. Ja, ich will ja eh respecken. Also wir gehen jetzt erstmal auf Dex und wir respecken dann auf Faith oder Int, wenn wir einen Plan haben und Items dafür gefunden haben. Das ist so mein grober Plan, den ich so im Kopf habe. Ist nicht in Stein gemeißelt, kann mich natürlich noch umentschieden. Aber jetzt erstmal let's fucking go. Ich muss mich auch mal erstmal erinnern, wie es gestartet ist damals. Ah ja. Vor allem sitze ich echt irgendwie weiter. Der Start ist einfach so viel besser. Maxim, können wir wirklich tauschen? Wollen wir tauschen? Ja, dann bist du aber am beschissenen Mike. Nee, ich kann das doch. Ich sitze in die Mitte. Geh doch in die Mitte. Wir tauschen. Ich wollte gerade sagen, geh doch in die Mitte. Wir tauschen. Look at you. Kannst du das Monitoring ein bisschen erhöhen? Ja. Ich muss mehr hören, Walla. Ja, danke. Oh. Ich bin gerne. Totenacker der Asche, Digga. Okay, also erstmal Settings. Okay, wie machst du Building? Soll ich sagen? Ja. Dann Y. Okay, das ist ja wie bei Elden Ring. Alter. Ja, bei Elden Ring war noch dieser Zwischenstufen-Schritt dazu. Warte mal, wie haut er mit bei? Achso. Er haut immer mit bei. Weil du quasi... Ach, ich habe keine Ausdauer. Okay. Ja, ja, die geht. Aber die ist ja schon echt gefixt. Bei 1 war es terrible. Aber hier hat sie echt ein bisschen Power. Mein Gott. Einmal B. Einmal B ist rollen. Wie sprinten? Oh mein Gott. Gedrückt sprinten halten. Ist gedrückt halten? Scheiße, hasse ich. Hasse ich. Geht du nicht. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich hasse es. Ja, mein Gott. Ach, B gedrückt halten. Ja. Und dann springen ist doppelt... Nee, springen ist reindrücken links. Linker Stick reindrücken. Oh mein Gott, damit werde ich mir so viel... Ich komme schon jetzt. Ich werde mir dafür so viel Tode einhandeln. Aber die geben dir ganz viel zum Mühen, aber Max. Schlimmer, schlimmer war es bei Dark Souls 1. Da musstest du den linken Stick gedrückt halten rein und dann zweimal B oder so. Das ist auch terrible. Also das ist schon besser. Bei Plattformen muss man auch zweimal B drücken. Also das ist richtig schlimm. Okay. Aber so. Hier geht's noch. Das Blocken, das Parry. Genau, das gibt's noch. Schwerer Angriff ist R2, leichter Angriff R1.
guck mal, da haut er nur mit rechts zu. Ja, du hast quasi nur mit rechts. Dann Dual Attack. Also L1 wirst du bei Twin Blades die ganze Zeit drücken. Ja. Aber du kannst auch noch L2 drücken. Für L2 ist so ein Spinning Move. Und die kannst du untereinander noch kombinieren. Oh my goodness. Also L1. Du springst auf L2. L3 oder was? Den Knüppel? Nee, musst du mit dem Knüppel reindrücken, während der rennt. Ja, das war übel kacke. Das fand ich bei Elden Ring so gut, dass man einfach da normal mit X springen konnte. Na, hier wurde das nicht erfunden. Ja, was ist denn auf A? Was ist denn auf A? Einsammeln. Boah, ey, cool. Kannst du das nicht und auf das nicht, X? Kannst du das nicht umbeigen? Also ich hab Xbox-Controller. Ach so, also wie bei Elden Ring. Fast eigentlich gleich mit Elden Ring. Plus X, plus Y und X. Ich überlege gerade, ob ich Springen irgendwie besser umlege. Also ich hab's so gemacht. Ja. Darf ich sagen, wie ich's gemacht? Ja, klar. Ich habe die Sprungsektion Springen eingestellt und dann habe ich Springen ausgenommen. Weil später rennst du ja weg und du panikst halt, weil es Bosse sind und dann drückst du plötzlich rein. Und dann springst du, das sind keine Iframes oder so. Hä, aber... Also ich renne dann panisch weg bei irgendwelchen Boss-Situationen und dann drückst du rein und dann... Ja, man drückt dann, aber er springt ja nicht beim Reindrücken. Er springt ja... Nur wenn du rennst. Wenn ich renne, ach so. Das heißt, ich bin weggerannt und dann... Oh mein Gott, das genau ist sowas. Übel Shit. Ist nervig, ja. Ich freu mich doch. Ja, muss ich umlegen. Aber mach's noch nicht, lass es noch drin. Nein, von Anfang an Practice, Digga. Blut ein. Aber auf dem neuen Knopfbeinen geht gar nicht, ne? Ne, man kann es rausnehmen hier. Tastenbelegung? Ja. Was Tastenbelegung? Probier mal. Ja, wobei. Ja. Und dann habe ich da Springen einfach rausgenommen. Da unten. Das heißt, du bist nicht einmal in dem Spiel gesprungen? Doch. Aber ich weiß, wann ich springen muss und dann tue ich es wieder rein. Boah, du, hä? Ja, aber ich meine, du kannst es auch drin lassen. Das ist doch übel. Also jetzt aktuell lasse ich es drin, aber beim ersten Playthrough habe ich es rausgenommen. Hat mich so getiltet. Aber kann man das da nicht auf irgendeinen anderen... Der klingt übel scheiße. Ja. Aber du hast nicht viele Sektionen. Aber kannst du nicht aufheben, auf den Knüppel machen und dann... Ja. Also einfach reindrücken. Und auf A springen? Ja, aber... Nee, würde ich nicht machen. Nee? Weil? Das ist Quatsch. Weil du A für andere Sachen wirklich brauchst. Du wirst viel öfter etwas einsammeln wollen, als irgendwie umspielen. Digga, das tiltet mich so gerade. Hast du nur das ganze Was ist, kann man irgendwie einstellen? Guck mal, Sprintschritt, Zurückrolle, B. So, aber die Voraussetzung ist ja. Ach so, ja, linker Stick reindrücken, da, ja, ganz klar. Unten, ja. Aber die Voraussetzung ist ja, dass man rennt. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt A nehme, muss ich B und A drücken. Das ist ja Übelkrampf. Ja. Kann ich nicht eine Pfeiltaste? Pfeiltaste nach unten oder so? Nee, ich glaube, also wie gesagt, ich würde es so lassen. Und dir wird es einfach nicht. Wenn du merkst, dass dir häufig passiert, dann nimmst du es raus. Scheiße. Okay, so, cool. Inventar. Also erstmal, ich muss erstmal Knowledge reinballern. Okay, das kenne ich alles. Ja. Das ist eigentlich nur Dark Souls. Okay, Blutung, 1, Gift, Kälte, Fluch. Oh, Fluch? Fluch ist dieses One-Shot-Ding, was wir auch. Ah ja, dass sie so Spikes ballern aus sich raus und so. Ja, so diese Riesenaugen. Die kennst du eigentlich schon. Okay, Belastbarkeit ist neu. Benötigtes Sehen für Level auf. Es gibt Eide immer noch. Cool, ja, okay, klar. Finderglück, Gibt es wieder so Menschlichkeiten, die man stackt für mehr Finderglück und so? Nee, ist ein viel besseres System. Okay. Also im Magical Find gibt es auch wieder extra Items, aber du hast nicht sowas wie Humanity. Nicht direkt, du hast ja dein so, das viel Inventory Management bei Dark Souls 2 war die größte Sünde der Menschheit, meiner Meinung nach. Ja, gar hatte kein System. Okay. Okay. So, ist es hier auch so, dass man schnelle Rollen, langsame Rollen, mittlere Rollen auf Basis der, also Rüstung haben, Gewicht, ja, okay. Ja, du kannst hier bis 70%, glaube ich, gehen, Belastung. Aber das steht dann extra und ordentlich da diesmal. Echt, ja? Ja. Sind die diesmal transparent? Ja. Okay. Dann würde ich sagen... Erkunde die Gegend. Am Anfang ist es auch eh noch nicht so schwer. Ja, wir holen uns erstmal Tipps. Kamerasteuerung, geil. Was ist denn die Lore? Ich habe nichts... Also die, wir sind im Asche. Soll ich dir, also ich kann dir die Lore grob erklären, ja. Und dann kannst du die immer mehr machen. Also im Prinzip. Kann ich schleichen? Nee, schleichen. Haben die Leute langsam keinen Bock mehr, das Feuer aufrechtzuerhalten. Das heißt, jetzt wurden die eigentlich gebeten, ey, fackelt euch mal selbst ab. Was ist mit euch los? Und die Fürsten haben einfach keinen Bock. Und du sagst denen, nö, ihr macht das jetzt. Oh, das schätzt man nicht. Soll ich dir sagen, wenn er das verpasst? Wenn er von etwas vorbeiläuft? Maxim, entscheid du das. Ja? Oh, ich will, dass du alles siehst. Ja. Okay.
So, was will er? Okay, ich one-shot einfach alle. Aber ist ja am Anfang relativ normal. Asche, Estus, Flakon. Ist das Heal? Nee, ne? Nee, Heal ist unten. Das ist auch neu. Okay. Und das ist wie bei Endring. Zum Aufwerten? Nee, da hast du deinen Mana-Tank. Ah, ja. Ah, so, okay. Das ist quasi blaues Mana. Ich weiß nicht, ob ich langfristig offline spielen will. Also hier ist Online-Spielen geil. Ja, ja, das ist safe. Aber es sind ja auch so Tipps, aber auch Baits. Noch, also es dauert noch ein bisschen, ehe es wirklich geil wird. Aber es gibt einen Bereich, wo ich sehr oft invaded wurde. Gibt es wieder viele geheime Scheiße? Ja. Scheiße. Nee, ist ja geil. Aber da würde der Chat mega helfen. Ja, true. Und online wird ja auch mega helfen. Ja, true. Ich würde einmal raustappen wollen, sorry. Ich glaube, ich mache Fenster, randloses Fenster-Dings. Mode. Ich weiß nicht, ob die das damals schon erfunden haben. Randloses Fenster? Ja. Weil ich würde mir hier gerne den Chat aufmachen. In der also Mitte. Der Chat, der beschwert sich sehr, dass Maxim hilft. Ja, ja, aber Max' Entscheidung. Ist mir scheißegal. Ist ja mein Stream. Nee, also jetzt for real. Ich habe es ja eben erklärt. Ich will einfach, dass meine Gäste sich wohlfühlen und die sollen es so machen, wie sie es. Es gibt sogar Fenster. Ja, aber jetzt haben wir oben wahrscheinlich so einen Häslon-Balken. Wahrscheinlich ist es jetzt nur so ein kleines Fenster oben, ja. Aber dann nicht Alt-Enter, oder? Ja, nee, dann ist wieder Vollbild. Ja, aber randlos? Nee. Der stellt um. Es gibt kein randlos. Ja, es gibt Vollbild oder ja, die haben es noch nicht erfunden. Okay. Aber wir müssten eigentlich genau... Ja, immerhin das. Wobei, dann ist es vielleicht, wenn du jetzt auf Fenster machst, ist es vielleicht randlos. Weil das Fenster dann 4K ist. Aber was dein nein, Problem nein, ist, verstehe nein, dein nein. Problem jetzt nicht. Was denn? Nee, alles gut. Max. Nee, ich, also... Nee, alles gut. Okay, jetzt haben wir nur ein bisschen mehr Auflösung. Crispy. Okay, ich muss noch einmal, sorry, nur einmal kurz raustappen. Und Message below, zack. So, jetzt sind wir auf. Zack, Digga. Zack, Digga. So, okay. Unterschätzt euch mal nicht. Alles, ne, hetzt euch nicht. Am Anfang erstmal reinkommen, erstmal alles abchecken, better safe than sorry, Settings checken, lieber einmal mehr raustappen und nochmal was richtig machen. Oh, was seht los? Ihr das? Seht ihr das? Interlancing, ja. Das passiert auch manchmal. Aber es ist nicht im Stream. Nee. Ist nur für uns. Ja. Das ist gut. Dann hast du die gute... Ja. Scheiß drauf. Wollt ihr die Bestrafung wissen eigentlich? Oder wollt ihr erstmal, dass ich sterbe und dann so quasi jedes Mal mehr erfahren? Mehr erfahren ist doch egal, oder? Ich find's auch geil, wenn man's rausfindet. Ich will gar nicht die Liste sehen. Also... Vielleicht auch. Oh, hätte ich am Anfang nochmal erklären sollen. Ne, machen wir, wenn ich das erstmal gestorben bin. Ich muss euch updaten. Ist ein kleiner Downer. Aber ja, ich glaube, ich mache Step by Step. So, also, jetzt nochmal kurz die Area passen. Also rechts geht's hoch. Mitte. Ja. Fast tot. Komm doch. Hast du gesehen? Oh, sehr gut, Mike. Da hinten ist noch ein Archer. Habe ich gesehen. Der kackt da in der Ecke. Siehst du ihn? Der ist müde. Drauf, die sind ja alle drauf, müde drauf, am Anfang. Drauf. Aber die haben nächsten Kutten. Bei Dark Souls 1 ich hab Damage nackt. Bekommen. Ja, mein Gott, nur so ein bisschen. Muss neu starten. Neustart. No Hit Run. Neuer Charakter, doch der Priest. Wenn Damage nur. Doch der Priest. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Alleine schon der Laufsound klingt so geil. Es fühlt sich sehr smooth alles an. Alter, das Blut ist komplett hier weggespritzt, Walla. So was hier. Ragdolls auf den Point. Achso. Das hat nicht jede Kombo. Ah ja, 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 doch, ja. Das ist damit Schild, ne? Ah, okay, hier geht's wieder runter, schön. Dann. Andere Seite. No Hit Run vorbei, richtig. Naja, jetzt ist halt vorbei. Leute, ich werde jetzt auch, also, ne? Heute erster Streamtag, war mega heftig. An die Leute von YouTube. An die Leute oh, auf Twitch. Heiliger Klär. Oh, das ist doch, wenn man auf Faith geht, ganz gut. Ich werde jetzt weniger Chat-Interaktion machen. Einfach weil jetzt hier Gaming ist. Jetzt ist Gaming, Digga. God Gamer. God Gaming. God Gaming, Leute. Ab und zu gucke ich mal rüber. Gerade natürlich, wenn wir auch mal vielleicht einen Moment haben. Aber tendenziell will ich jetzt einfach ballern. Ich hoffe, es ist fein. Dann müsst ihr durch. Geht wieder los. Nee. Nee, also Alerts kann ich ausmachen, aber eigentlich nicht. Also, ich finde, der Chat ist sehr essentiell, sogar für den Content. Aber ich könnte tatsächlich das ausmachen.
Also, ich weiß, ist jetzt eine Umgewöhnung, wenn man mich in den letzten Jahren verfolgt hat und so pro YouTube-Game und so, aber jetzt eine neue, ist ein neues Safe-Game bei mir. Ja, okay, Adi. Okay, Adi. Nee, also er hat recht. Ist eine neue Zeitrechnung bei mir auch. Das Effort sagt man auch nicht. Ab jetzt ist der Chat Teil des Ganzen. So. Und wenn ich einen Boss lege und die alle Let's Go spammen, dann fügt das ein Added Value hinzu. Oder you died. Oder you died. So, und deswegen, vielleicht macht man sogar nochmal eine Spalte mehr, weißt du? Oder das Rad. Was? Oh, warte mal. Was ist denn da los? Wer ist das denn? What the? Okay, gehe ich hier schon hin? Valar Morghulis. Also, ich würde es tun. Ich finde deinen Move geil, dass du diese. Ich will's tun, ich will ihn tot sehen. Also die Leute wissen, was kommt. Das Let's Go habe ich jetzt mehrmals gesehen. Die kochen gesehen. Sich schon Tee. Ich sehe auch diesen Scream. Fickt euch alle. Oha. Das habe ich jetzt nicht gehört. Digga, ich spiele seit 80 Jahren Videospiele. Na gut. Also er spielt ja mit Rad. Holler hat den gemacht bei Roll. Ist mir scheißegal. Ich werde hier nicht gegiltrippt. Oder ge. Nee. Was ist das? Geltrip? Geltrip, Digga. Oh, Geltrip. Oh, passt sogar zu dem Game so ein bisschen. Das sind die Alpen. Das ist echt? Schön. Ja, Zugspitze. Ist ein bisschen unscharf. Zugspitze, wo? Da, einer von der da. Das wäre ein guter Moment, wo man gefickt wird, in dem von hinten jetzt irgendwas in einen reinprallt und man vorne runterfällt. Oder du springst einfach mal runter. Oder ich springe einfach mal runter, einfach just for the loot. Nee, du musst noch. Guck dir das noch schön an, bevor du runterfällst. Nee, nicht da. Das ist krass. Ne? Also actually. Guck mal, das ist krass. Guck mal, das ist krass. Ist es wieder mit dem Level-Design so überbastet OP? Also, dass man wirklich so denkt, so, also eines Tages bin ich da oben und also guck zurück und bin so... An Dark Souls 1 kommt nichts ran. Also, das Level-Design von Dark Souls 1 ist legit das Beste, was ich je in einem Videospiel gesehen habe. Also, daran kommt es nicht, aber ich kann dir sagen, wenn Momente kommen, jetzt kannst du dich umschauen und du siehst deine Zukunft. Guck mal, das zum Beispiel. Das ist schön. Ja, da kommt man safe hin, okay? Oh, Bonfire, Bonfire. Das ist ein guter Sub-Alert, oder? Bonfire. Schon. Dass du mit dem Tearing auch grad auch mit dem mit dabei. Das ist ein guter Sub-Alert. Dass du mit dem Tearing gerade klarkommst, ist übel krass. Ja, es ist. Das ist so lang. Ich glaube, also ja, ist die Frage, woher das kommt. Kannst du was also, Faust in Gang stellen? Ja. Aber ich habe dann Angst, dass es bei den Zuschauern da ist. Rendereinstellungen automatisch anpassen? Das ist es doch eigentlich, oder? Die weitere Einstellung. Gehen wir weiter. Also Leute, für euch, das Bild glitscht die ganze Zeit. Das ist der Bonfire. Er hat quasi so ein Interlancing. Terry ist weg im Fenstermodus. Ne? Das Problem ist, halt, im Fenstermodus ist alles weg. Seht ihr? Ey, du hast sogar so ein Bonfire gebaut. Wie geil. Bewegungsunschärfe würde ich, glaube ich, ausstellen tatsächlich. Ja, V-Sync ist ein guter Punkt, aber ich weiß nicht, wo. Ich sehe auch keinen V-Sync. Ja, sehe ich nicht. Haben die damals noch nicht erfunden. Das, die haben ja sehr viel damals nicht erfunden. Ja, für euch ist fine. I know, ihr habt es nicht. Aber... ist natürlich. Vielleicht muss ich auch einmal neu starten. Boah, hat das schon geholfen? Jo, es hat schon geholfen. Aber ist, mega. Ja, das. Das hat ja mega geholfen. Ist einfach gone. Ja, das wäre vor uns, wären wir jetzt gestorben. Digga. Geil, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Also, wer ich nutzt, hab, wer nutzt ich hab Bewegungsschärfe ausgestellt. Okay. Also, der dahin. Oh. Ah, das ist Achim. Also, der Ochse dahin. Ja. Der. Ich würde vermuten, two-shottet mich. Wenn nicht sogar one-shottet mich. Jetzt ist es im Stream? Jo. Siehst du? Ja, das ist ja das Kacke. Hä? Ist es im Stream, Leute? Nee. Nee. Weil da hatte ich Schiss vor. Nee. Weil das ist wirklich hässlich, aber das sieht gut aus. Nein, sehr gut. Nein, die meisten schreiben nein. Okay. Bunding Backpack. Oh. Ja, es. Guck mal, wer da ist. Ja, nicht, dass noch einer in der Feldspalte hockt. Okay, ich bait erstmal Achim hier rein. Achim? Der rotiert hier runter. Oh, da sind drei dann, das schaffe ich nicht. Ich könnte auch theoretisch, weißt du was? Was könntest du machen? Ich zipp mir erstmal. Erstmal weil hier ist Bonfire. Ja, warte. Oh, ich fahre mich erstmal hoch. Ich bin ja ein. Also, die geben wahrscheinlich so zwei Seelen. Ja, du hast ja schon, du hast 140, also so wenig haben die gar nicht gegeben. Ja, und ich habe auch was gedroppt bekommen. So, Achim, komm mal her. Ach, gehst du erstmal leveln jetzt, oder wie? Ja, ich weiß, ist wahrscheinlich eine Arschritze-Leveling-Area. Ich wollte gerade was ausprobieren. Warte mal, wo war das nochmal? Ah ja, okay. 20. Das hab ich actually noch nie. 20? 20. Level up ist 700. Das ist unlucky. Ich dachte, ich one-hit den. Ich auch. Lol. Der hat halt einfach eins Leben.
Die Leute schreiben hin und wir sterben. Wie findest du das, Max? Wie fühlst du dich danach? Ich werde halt sterben, aber noch nicht jetzt. Ja, das sind jetzt so die Easy Fights, die man nehmen muss, um ein bisschen auch Limit zu testen, das Rollen zu checken. Guck, oh, siehst nein, du das? Digga. Das ist dein erster Versuch. Aber es ist. Ach, da drauf kommen oder was? Ja, da musst du drauf springen. Aber ist ja gut zur Übung. Das ist eine sehr gute Übung. Das haben die designmäßig sehr gut gemacht. Geil, aber ich würde erstmal die Area clearen, glaube ich. Damit ich das in Ruhe machen kann. Jo, das kann man. So, das heißt, hier rechts waren zwei. Hello. Krass, mir fehlt so ein Damage, um die damit zu one-tappen. Den machen. Ich finde es gut, dass wie du dich umschaust. Also denkt dran, Leute, der Spielstil ist völlig anders, wenn ihr wisst, es kann sein, dass ihr jetzt eine Gurke in den Ass bekommt. Was vollkommen fein ist, aber ist fein. Es gibt da keine Sprungattacke, ne? Doch, ah, gibt es. Ja, unterschätzt es mal nicht. Unterschätzt es mal nicht. Der haut zu. Der haut zu. Es gibt halt nicht so eine Sprungattacke wie in Elden. Genau. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Das war actually schon knapp. Junge, ich hab. Kannst du dich noch an die an Dark Souls 1 erinnern? Die Sprungattacke? Ja. Gab's einen? Ja. Mhm. Unterschätzt die Sprungattacke mal nicht. Und das ist der erste Boss. Miniboss. Miniboss. Oh, oh. Hallo. Oh, unterschätzt ihn mal nicht. Unterschätzt mal den kleinen Dropper da nicht. Hier, zack, sprint, spring. Oh, ey, nicht daneben. Ich sehe schon wieder wie bei deinem Dark Souls 1 Run, Alter. Digga, bitte nicht dran erinnern. Bitte nicht. Dafür brauchen wir auch einen Emote eigentlich. Das Ding ist, solche Passagen sind immer meistens so Sachen, wo heftige Items tatsächlich versteckt sind oder heftige Gegner. Was ist so ein Black Knight oder so? Gibt es wieder Black Knights? Ah, das ist ja ekelhaft. Also es gibt quasi ähnliche Figuren, ja. Gut, dass ich nicht runtergesprungen bin tatsächlich. Dann wäre ich da trapped gegen zwei Gegner. Aber und er kommt nicht, weil er ein Atze ist. Die Frage ist, musst du da jetzt hin, ne? Er ist ja so ein Hund. Er ja, weiß ja, halt, dass er. Er würde dich einfach tagen. Aber der Armbrustschütze kommt immer näher. Komm doch. Komm doch. Oh, Digga. Digga, er kam tatsächlich. Jo, er ist einfach. Komm doch, komm doch. You're dead. Aber jetzt nicht runterrollen. Ja, hier ist eklig. Okay. Warte, ich muss dich jetzt darauf hinweisen. Man sieht es leider sehr schlecht. Weil auch weißer Background, danke. Genau. Oh. Hm? Unterschätzt eine Brandbombe. Ja, die Brandbombe. Ey, Brandbombe eine es ist nur einer, aber unterschätzt es mal. Unterschätzt mal diese fünf Brandbomben, Bruder. Ich bin jetzt langsam tatsächlich ein bisschen nervös, weil das war schon eine Stelle, wo man easy also stirbt. Ich kann mir deinen Puls super geil vorstellen. Weil es wird jetzt einfach richtig gut. So, wir haben jetzt ganz gut Seelen gefarmt. Ich könnte Seelen poppen und einmal leveln. Ja, mach das. Und dann nochmal, aber ich mach erstmal ihn hier. Nee, jetzt ist ja, ich wollte Dark Souls einspringen. Ich wollte Dark Souls einspringen. Der hätte jetzt auch einen Abgrund sein können. Sturzangriff, geil! Ach, er, das war er, okay, ja. Den hätte ich geplant. Aber wie viele Seelen brauchst du fürs Level Up? 700. Oh ja, das, dann probier mal noch eine Runde. Nein, 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 ich hab genug. Okay. Ach, hast du so Seelen gefunden? Ja, ja. Ah, okay. Also safe. Pocket-Seelen. Musst halt überlegen, was du jetzt levelst. Du hast ja fast ja. Den Breaking Point erreicht bei dem Spiel. Ja, ja, genau. Ist gar nicht so schlimm, oder? Wow, unterschätzt die mal nicht. So, geh mal hin und pack mal. Also wie gesagt, ich, also, ja. Ich hätte schon Bock, dass du viel Dex levelst. Safe. Ja, mach das mal. Oder Leben. So. Ich mach auch generell so schnelles Menümanagement und so. Das muss ich mir halt erstmal alles antrainieren und angucken. Ist aber gar nicht so schlimm. Wobei ich hab unterschätzt das mal nicht. Alter, es ist zu gut vorlagig. Das geht nicht, ohne Vorlagen. Menüführung also, ist wichtig. Klopp die mal. Reif des weißen Pfads. Ist das ein erster Eid? Das ist ein Koop-Scheiß. Ah, okay. Hm. Aber ich hab noch nicht geguckt, wie das funktioniert. Auswahl benutzen. Nee, warte mal, wie viel bringt denn ein? Steht das hier? Ist ein transparentes Game? Ah, du kannst, glaube ich, noch Info anzeigen mit X. Warte mal, unten. Gegenstand, Info? Nee. Dark Souls. Dark Souls. Es gibt ja ein bisschen. Benutzt. Es gibt ja ein bisschen Seelen. Eine kleine Menge. Na, dann gucken wir mal. Zwei. Fast so viel wie der Gegner selber. Ja, setz dich mal hin, guck mal, wie viel du leveln kannst, Max. Ich setz erstmal hier alle. Nee, ich setz sie nicht ein. Erstmal. Nee, doch, die sind so shit. Die setz ich ein. Es waren sogar fünf Brandbomben. Oh, ich hab gesagt. Und schätze mal nicht.
So, dann level mal. Nee, geht ja nicht. Ich brauche noch 200. Eine Runde noch. Was ist los? Ich kann nicht leveln. Setz dich mal hin. Guck dir mal diese fantastische Auswahl an. Verraschen. Digga, das ist jetzt so ein richtiger, dieser scheiß Pepe, das ist jetzt, das ist der, mit eurem scheiß Kaffee oder Heißgetränk, ihr kleinen Wichser, wirklich. Du kannst nicht leveln, Max. Du musst leveln. Die erarbeiten! Finde ich aber gut, dass du nichts gesagt hast. Ja, ich hab gehofft, dass er tatsächlich alle ploppt. Ihr kleinen Muggels, Alter. Finde ich gut, Maxim. Ehre in den Chat. Ich hab gehofft, dass er alle ploppt. Ehre in den Chat. Also, ich hab alle sagen, geploppt. Du hast alle geploppt. Ich hab alle auch geploppt. Die anderen, auch die, du hast ja noch so eine andere. Nee, die Größe und Gott bläst nicht. Okay. Stech zu. Was war das denn? Aber Digga? Ist ja nicht so schlimm. Kannst du ja die Dinger auch hier ein. Ihr seid solche Hunde, wirklich. Wie Maxim sich die ganze Zeit ins Fäuste. Ich hab mich sehr lange gefreut, ja. Ey, ich wette, wenn wir das VOD schauen oder das Video nochmal, die ganze Zeit Maxim einfach nur am Grinsen und wir bekommen es nicht. Die Lippen. Die Lippen waren der Hinweis. Ciao. So, das aber mit der Wand kollidiert, ist aber häufiger. Also, so ja, wie ja, du es ja, bei zwei gelernt hast, ist es hier leider auch immer noch so. Dieses Ding-Geräusch, da wirst du dich leider hin. R1, ne? Müssen. Ja. Schön. Ist auch actually der 4 Damage. Oh, eine schwindende Seele, wie meine. Da kann man ja, brauchen wir ja nicht mal rollen. So, die unten sind mir egal. Es geht los! Guys! Also, nur für alle. Ölt das Rad! Den, also hier war ich auch schon. Hotkey? Ja, sorry. Hier war ich auch schon an der Stelle. Stark. Ja. Ne? Also ich kann noch mitreden, so ein bisschen. Okay, Hotkey? Pfeiltaste? Wie setze ich das auf eine Pfeiltaste? Genau. Alte 4. Geh mal das links, das Ding. Hier kannst ah, du. Ja. Also hier, vier Dinge. War? Nee, wo? Okay. Hier? Nee, hier unten. Da. Da ist der Spaß. Okay, das fuckt mich jetzt schon ab. Ach komm. Das ist eine gute Idee, actually. Also diesen blauen Pott wegzuschmeißen. Und gleich stürzt ein Raumschiff auf du hältst deinen Scheiß mal aus, Mann. Unterschätzt das mal nicht. Was ja! Unterschätzt mal das Raumschiff. Unterschätzt mal nicht jetzt. Ja, okay, hier ist legit nichts, oder? Wollen wir schon hintergehen und aufstehen? Ich würde schon mal das Rad so ein bisschen nach vorne. Ist es so ein Boss, den man eh nicht schlagen kann? Das sagen wir dir doch nicht. Oh, vielleicht muss ich durchrennen. Mach doch schon so mal ein Sichtfeld hier. Aber er sieht nicht so. Also vom Boss-Design, optisch, sieht er nicht so krass aus. Ja. Aber mit so einer riesen Lanze ist meistens auch immer. Wer sagt denn, dass das ein Boss ist? Hellebarden und Lanzen sind auch krass. Wer sagt, dass das ein Boss ist? Actually true. Okay, also ich achte jetzt darauf, ob die Türen aufgeht, wenn der Boss getriggert wird, falls es ein Boss ist. Ja. Ich muss gucken, was rechts geht, weil da geht es irgendwie runter. Und ich muss sein Movement studieren, weil sonst sollte ich sterben, also, habe ich keinen Progress. Ich kann dir eine Sache spoilern und du kannst dich hier in Ruhe umschauen. Oh, really? Ja. Schau dich oben, genieß die Luft. Okay, okay, okay. Du wirst sie brauchen. Spring runter vielleicht. Nee, das würde ich nicht machen. Schade. Aber so viel können wir sagen. Was ist Tearing, Mann? Es ist übel, ne? Ja, ist schon ein bisschen krass. Vielleicht Frame Rate runterstellen. Ja, lass das nach dem Bossfight machen. Ha, ist ein Boss. Lass du stehen. Hab ich doch gar nicht gesagt. Ich hab gesagt, lass nach dem Bossfight machen. Ja. Ja, aber ich hab nicht gesagt, welcher. Ja, cool. Ich hab nicht gesagt, welcher Boss, Digga. Okay, so, wahrscheinlich Pockers kann ich, Chat, ne? Wahrscheinlich, so Pockers in Chat, ne? So wahrscheinlich kann ich die Tür nicht öffnen oder wenn ich rangehe, triggert er. Also, actually weiß ich nicht. Nee. Okay, ich muss ihn bumsen. Kann ich ihn anvisieren? Nö. Wen denn überhaupt? Wen überhaupt? Hey. Über wen reden wir eigentlich? Über ihn. Da ist doch niemand. Raumschiff? Der Baum greift mich gleich an da oben. Ich stelle mir vor, jetzt kommt ich ein Raumschiff, das wäre heftig. Unterschätzt das mal nicht. Was soll das denn sagen? Kommt gleich jemand. Pack dich. Den Kerzen wachsen gleich Beine und dann geht's richtig los. Digga, das ist so ein richtiger Dark Souls-Moment, Alter. Irgendwas passiert jetzt, was eh mega random ist. Guck mal, hier, siehst du das? Ja, ist ein Schwert, du Affe. Jeder Schimpanse hat gemerkt, dass das ein Schwert aber ist. Aber das ist auch eins. Da steht legit auch Schwert entfernt, du Arschloch. Ja. Guck mal, was ist das? Was ist das eigentlich? Was ist denn das eigentlich? Was passiert denn da? Ja, da kommt halt irgendeine Seuche raus. Oh Mann. Nein, alles gut, Max. Jetzt hast du sauer gemacht. Nicht vergessen, Papa. Sehr gut. Oh, die machen ja echt viele.
Scheiße. Alter, der wollte dir das Kind kaputt machen. Leute, der Puls. Lass ihn zocken. Okay, Zweier-Kombo macht er, Dreier macht er. Was für ihn los eigentlich? Lebst du noch? Er lebt. Nee, ich bin tot. Scheiße. Das ist eine Kanalwette wäre, dann wäre es. Oh mein Gott, Kanalwette! Der wäre alles verloren gewesen. Leute, die Windblades haben zugeschlagen! Habt das gesehen? Das war sehr knapp, aber irgendwie ziemlich heftig, Dicky. Das war. Ich dachte, einmal hat er mich ja noch kurz vorm Ende gehittet. Ich dachte, er macht mehr Schaden, ich bin tot. Ja. Das war. Also die Feuerbomben, die ersten drei, die du geworfen hast, die haben den Ass gesaved, glaube ich. Digga, wir werden zum Morgen auch hier die Software, die den Chat hier in OBS ist, eine bessere Variante nehmen, dass der flüssiger, weil der hakt übel, es wird eigentlich übel gespammt, und dass Emotes automatisch mittendrin ein Moinsen. Okay. Er weiß überhaupt nicht, was gerade passiert. Gewundenes Schwert. So, was ist mit dem Speer? Aha. Let's fucking go! Yeah, 3000 go. Seelen übrigens. Let's go! Jetzt muss ich dir eine Sache erklären. Das neu ist dir was da oben aufgefallen? Ja. Was ist aufgefallen? Ich hatte so ein feuriges, corruptedes Blatt. Yeah. Ich kann nicht leveln. Ja, okay. Das. Also ja. War da vorher irgendwie mein Avatar oder so? Ja, guck mal, das sieht doch cool aus. Hm. Er brennt. Du hast quasi die Glut entfacht. Das kriegst du immer nach dem Boss. Okay, aber nur nach Boss? Und noch auf dem anderen Weg. Ich kann nicht leveln und laufe mit 4 Level-Ups rum. Ist das beschissen, Freunde? Ja. Natürlich ist es beschissen. Okay, was war es für eine Waffe? Du hast keine Waffe. Ah, okay, was war es für ein Item? Das kommt später zum Einsatz. Guck mal. In Schrein Leuchtfeuer stoßen, um Reisen zu ermöglichen. Okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist das Schreinleuchtfeuer? Schwert aus dem Schrein, Leuchtfeuer fehlt. Punkt. Kann nicht als Waffe genutzt werden. Punkt. Ey, wie so ein, keine Ahnung, Funkspruch. In Schreinleuchtfeuer stoßen, um Kraft wiederherzustellen. Ermöglicht Transport zwischen Leuchtfeuern. Ja, okay. Erwartet die Ankunft der Asche. Genau, du bist ja auch quasi, so ein bisschen Lore. Genau, du bist quasi der Ashen One. Ich bin der Geaschte. Der Geaschte. Also der im Aschenbecher liegt. Hä, wo war das jetzt? Da. Sorry. Wird nur auserwählte Asche hinterlassen. Gewählt von dem Ludex. Das die war Luden. Der Boss. Die Ludensäge. Das sind Zuhälter. Alles klar. Erwartet die Ankunft der Asche. Amener. Okay. So, was aber die Glut noch bringt, ist, du hast quasi jetzt im Vergleich zu Dark Souls 2, weil da bist du ja gestorben, was dann passiert? Du hast weniger Leben. Oh mein Gott, das war das beschissenste Feature auf Erden. Ja. True. Und hier haben die aber das Gehirn wieder angemacht bei Dark Souls 3. Weil tatsächlich, wenn man in Dark Souls 2 gestorben ist, wurde einfach das Max-Life reduziert. Echt? Jedes Mal. Ja, what man musste so ein bestimmtes Item an. Oh mein Gott, das habe ich Re-Rap verdrängt, weil es traumatisch war. Das hört sich voll cool an. Das ist absolut beschissen. Aber hier. Aber für das Format war es golden. Hier haben sie es anders gemacht. Und zwar hier wirst du belohnt. Das heißt, du wirst quasi. Wenn man stirbt? Nee, wenn du Boss besiegst, kriegst du plus 30% Max Leben. Also ich bin jetzt quasi gebufft. Du bist gebufft, genau. Das ist ein Unterschied. Da sind Hermann und Joachim. Ja, die sind beide ein bisschen sauer irgendwie. Guck mal, der eine pennt noch. Der eine pennt noch. Der hat Kopfschmerzen. Der pennt noch. Digga, der hat gerade unseren Boss gelegt. Bruder. Komm. Und rauf da. Sehr schön. Da darf man nicht Panic rollen. Da kommt der Schweiß. Digga, unterschätzt das mal nicht. Du darfst nicht den Donny machen dabei. Aber also bis hierhin? Geiler Vibe. Ja, geiler Vibe. Früh auch. Übel geil.
früh der Stat-Check. Besser auch, besserer Start auch als im Knast, finde ich. Deutlich besser. Heimatknochen. Ah, kann ich mich zurück teleportieren? Weil der Knast auch legendär ist. Zum, ja, ja. Good Game. Bei mir war es so, dass quasi nach 20 Stunden, die ersten 20 Stunden in Dark Souls 2, also die ersten 20 Minuten hier waren besser als die ersten 20 Stunden in Teil 2. Wir waren ehren. So, nochmal, sorry, die ersten 20 Minuten hier waren einfach besser als die ersten 20 Stunden in Dark Souls 2. Das ist einfach, also hier ist einfach alles. Also Dark Souls 2 unterschätzt es man nicht. Nee, also, doch, das ist einfach. Allein das einfach, Geräusch einfach, hier. Unterschätzt es man nicht. Stimmt es, ich versuche die Fragen schon so zu formulieren, dass nicht die Antwort sein kann. Ne? Aber es ist tatsächlich echt ein schweres Game. Ich höre. Ecoute. Wie schön das aussieht, Leute. Das Game ist hornalt. Echt? Also wie alt ist es denn? Das ist von 14, glaube ich. For real? Ey, 10 Jahre mittlerweile. Wahrscheinlich 12 oder so. PS3 Release. 2016 wird gesagt. 16 sagt der Shit. 16, das ist das gleiche. Hier sind auch noch zwei Atzen. Da komme ich her. Servus. 16, ja. 16 sind fast 8 Jahre. Schon ordentlich. 8 Jahre ist auch, ja. Digga, da war ich halt schon in Spandau. Und ich hab's einfach nicht gezogen. Da hab ich gerade meine letzte Schulzeit abgeschlossen. Loh. Nicht Abi gemacht. Hab ich ja nicht. Das ist ein Cake, Leute. Abi hab ich ja nicht. Ich war noch in der Schule. Krass. Okay. Also, ich will einfach nur leveln. Gott, shit. Und wenn ich sterbe, ist der Buff weg. Ja. Mhm. Aber macht der nur Leben oder auch Damage? Oder? Nur Leben. Okay, nur Leben. Naja. Hat man. Aber es hilft. Und wenn man zwei Bosse stackt. Dann bringt das nichts. Okay, perfekt. Oh Gott. Du hast richtig gezuckt, Bro. Ja, ja, wirklich. Unterschätzt es mal nicht mit dem Skelett. Digga, unterschätzt mal das Rad der Qualen nicht. Ja, das steht schon da. Wir lol, der ist die gestorben. Klippe runtergefallen. Hat sich der Hund umgebracht? Ja. Oder der bellt jetzt noch um die Ecke und erschreckt sich nochmal. Vielleicht war es auch ein anderer. Nee. Vor allem, hä, bist du ja dumm? Er ist einfach runtergesprungen. Ja, der hat gesehen. Oh! Er ist so, wow! Wie Falco vorhin. Wie Falco. Ist ja erst gebellt und dann Glut. Dann leise. Glut? Kann man Glut. Glut. Das kannst du dir mal durchlesen? Das ist wie die Attacke bei Pokémon. Da, das dritte. Erhält Stärke der Flamme, steigert TP bis zum Tod. Also genau der Effekt. Das ist ja der Effekt. Genau. Den kannst du jetzt aber nicht aktivieren. Weil ich schon hab. Genau. Also für jeden Bossfight Glut. Ich kann ja... Wahrscheinlich also gibt es mehrere Buff-Mechanics. Das weiß ich eigentlich gar nicht, ob es mehrere gibt. Oh, das ist wieder irgend so ein Atze, Digga. Ein Feuer? Feuer ist gut. Weil es sind übel viele Feuer und übel viele Kerzen. Und die Musik hat sich geändert. Das ist ein Boss. Ja, wann kommt eine Kugel runter, die Treppe? Ja, stimmt, du hast einfach übel dumme Paranoia, das ist übel schlimm. Wer ist das? Das ist ein Boss. Story, nein. Das ist kein Boss. Na, Kugel? Das ist ein Boss. Das ist kein Boss. Das ist kein Boss. Bist du sicher? Ja, ja, safe. Furry, furry. Schön. Alles gut, alles gut. Da kommt ja noch ein Hund. Mhm. Oh. Was ist das denn? Oh mein Gott, das hätte nach hinten losgehen können, Digga. Oh, das war nicht das bei dem Hund, die Stille. Du hast die Seite einfach nur gesehen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Ne, die Leute haben es geschrieben. Aber ist nicht schlimm. Könnt ihr für mich die Musik nachmachen? Die Musik ist gerade ein bisschen streichbar also gerade. Hier ist nichts, aber in dem, wo Max gerade reingegangen ist, da ist ein bisschen Violine zu hören. Violine, sehr schön. The Violin. Oh, du machst ja gar nicht die Alten. Ich bin so müde. Aber die geben Seelen, ich saug sie aus. Ich sack sie wie Matteo mein Dick, Digga. Digga. Da dreh dich mal wieder rum. Also ich will dir das quasi hinweisen, wie du gucken musst. Das ist super schrecklich. Ja, ja, ist ja auch der Grund, warum ich hier so viel hin und her gucke. Warte mal, da ist ein Symbol dran. Der Ost-West-Schild, Leute. Das ist ein, basically ist Ost-West-Schild. Sowas, so, das ist ein Meme-Wort. Ist das ein Meme-Wort? Na, Ost-West! Ach so, es geht ja gar nicht. Warte mal, warum sind hier Schalke-Dings? Hat gerade wer geradet? Sorry, ich hab hier, ist mein erster Stream-Tag. Ich hab gar, Broski, Digga? Korrekt. Korrekt. Tschüss. Korrekt. Der gamende Bruder. Kuss, ne? Kuss, Digi. Kuss, Digi. Kuss. Der gamende Bruder ist am Start. Ja, wir spielen gerade Dark Souls 3. Ist mein erster Stream. Jemals.
Und deswegen habe ich auch gerade Alerts aus, beziehungsweise kriege auch nicht mit, wenn wir raided. No offense. Aber Simon, danke dir. Kuss. Kuss, Digga. Ein Sip von seinem Energy. Kuss. Okay. War ich hier? Es sieht halt alles gleich aus, ne? Nee, die ist es sehr dreckig, ja. Okay. In Chemnitz sieht halt alles gleich aus. Okay, aber klar, hier... Okay. Chemnitz? Was? In Chemnitz sieht alles gleich aus. Digga, ist Dark Souls. Alles gut? Hast du Fieber? Nee, das ist wirklich so. Pass auf hier. Das ist der erste Chemnitzer. Oh. Das ist der erste Chemnitzer. Der scheiß Larry da oben. Der unnormal Bock. Ich gehe mal in den Bereich, wo ein bisschen mehr... Area. Weniger Clippers. Ey, bitte nicht rückwärts rollen hier. Das kann richtig schnell nach hinten losgehen. Weißt du, wie ich meine? Danke, Sterzi, für den Tipp. Ey, gar keinen Stress, Mann. Komm her. Komm her. Ist er ein Verarschter? Aber verarscht? Was meinst du mit verarscht? Ein Aschter? Nee, der ist schon. Der hat keinen Bock mehr. Chemnitz. Oh mein Gott, der geht full Chemnitz. Full Chem? Und der macht Bleed. Digga, das ist ein Verarschter. Nur halt nicht. Ja, mach. Er macht Dreier-Kombo. Eins. Nee, okay. Aber er ist schnell. Mach nochmal. Die Attacken, die er macht, kannst du dann auch, by the way. Also alles, was die Gegner tun, kannst mit deren Waffen, machen die dir quasi auch vor. Also du kannst das alles nachmachen. Der Block, der Parry. Wir nennen ihn auch Yasuo. Der ist ganz... Aber das erste Rad ist doch nicht schlecht. Ich hätte es schon bei dem anderen erwartet, aber das ist tatsächlich ein... Also wenn du jetzt online wärst... Viel schneller, viel schwerer als der Wenn du jetzt online wärst, wäre alles voller Blut. Bei dem, ja. Also bei der... Das ist halt auch immer ein gutes Warning. Warum, aber jetzt mal ehrlich, warum ging Online-Mode nicht? Probier einfach nochmal an. Ist der Server irgendwie down oder so? Willst du es mal parallel machen? Ja, ich mach's so. Okay, ich würde sagen, du drehst, ich lese die Schraff vor, oder möchtest du... Ja, ich glaube, wir haben noch keine Mucke oder so dafür. Das wäre auch noch etwas, was wir upgraden, weil heute war noch sehr ruppig. Aber ja, meine Damen und Herren, ich bin das erste Mal gestorben. Wir erhöhen den Death Counter gleich. Aber erstmal nehmen wir das Rad der Qualen. Also den greife ich nicht nochmal an. Krass, das lernen wir nicht. Leute, sind die Dark Souls 3 Server wieder down? Ab. Und es geht wieder los! Und das Rad der Qualen! Halt die Liste bereit! Oh! Oh! Die Eins! Ey, für den ersten Tod die Eins. Du darfst Seelen nicht einsammeln. Oh, das war ein... Das war... Oh, wow! Wow! Also das ist das beste Skript ever! Das ist so gut, weil du hast, ja, das ist hart ja. Auch. Ey, sorry, ne? Boah, das ist so hart, weil der so... Labert einfach jetzt durchgeht. Alter, es ist so hart. Ich glaube, er weiß, wie hart das ist. Nee, also der Comedy-Effekt wird ja noch größer, wenn er guckt. Ich hab total aus, wie Alter, das ist krass. Ich sag's jetzt einmal. Wir machen das Format. Ich weiß, es ist ein Downer. Jetzt kommt leider ein Downer. Weil wir hatten jetzt ein Hoch, jetzt kommt ein Tief. Ja. Das Format findet ja jetzt auf Twitch statt. Original. Und auf Twitch gibt es Richtlinien, die schärfer sind als auf YouTube. Ja. Gerade in Bezug auf okay. Self-Harm. Also ja. Ihr könnt zum Beispiel einfach mal googeln, Twitch-Richtlinien, Twitch-Guidelines, Self-Harm. Da geht es halt um Selbstgeißelung, sich selbst schmerzen und sich selbst wehtun. Ja, ja, das ist halt legit einfach komplett verboten. Oder generell auch Gewalt. Ja. Das bedeutet, sowas wie Rohrstock, Peitsche, etc. ist nicht drin. Auch nicht Mäusefalle. Wir haben überlegt, also wir hatten vier Mäusefalle auch nicht. Wir hatten vier Optionen. Naja, da steht... Also, es gibt so Grauzonen. Ja. Und wir hätten jetzt die Wahl, provozieren wir es. Und ich werde am ersten Tag gebannt. Das wäre. Oder provozieren wir es nicht. Ja. Schon legendär. So. Ja, aber der ganze Shit, der danach kommt. So, jetzt pass auf. Wir hatten vier Optionen. Option 1, wir scheißen auf die Richtlinien. Und gucken einfach, was passiert. So, im Zweifel werden wir gebannt. Ist eine coole Story. Henno macht seinen ersten Stream. Eine Woche gebannt. Ja. aber, naja. Option 2. Wir machen quasi, wir tauschen alle gewalttätigen Strafen aus
und versuchen, was Kreatives, Cooles halt reinzutun, was entweder in-game stattfindet oder eher so für mich was Ekliges ist oder sowas halt, weißt du? Oder irgendwas Kreatives. Option 3 war, ich gehe beispielsweise raus und bekomme dann Wert gepeitscht und das ist dann eine Insta-Story. Ne? Also so außerhalb des Sichtbaren. Voll wack irgendwie, finde ja. ich. Ja, also reißt halt Option 4, wir, das wäre eventuell etwas für die Zukunft, aber ich finde es auch wack, aber könnt ihr mal sagen, wir machen so ein Gesichtstrack-Ding, so ein Tool, was halt dann, beispielsweise würde man jetzt hier in die Kamera reinhauen, würde das Framing nur so gesteuert nach meinem Gesicht sein. Ja. Für die Durchführung der Strafe. Aber dann, wenn das dann aber versagt, ist auch kacke. Dann sieht man ja quasi man sieht nur meine Schmerzen. Ja. Aber die Schmerzen würden ja auch trotzdem im Stream statt. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also ja die, ich glaube, die, waren immer, die müssen einfach nur alberner sein. Also das zum Beispiel, ich hätte auch nie daran gedacht, dass es so ist, weil hier auf Twitch so viel Shit passiert. Ja. Der man will es nicht ausreizen. Naja, aber gewalttätiger Shit. Gewalttätiger Shit nicht. Also auch teilweise. Also Leute haben halt auch schon so einen Hot. Also gerade gewesen. Tiere erleben schon Gewalt. So, und ich habe dann, es war auch mein Call, ich habe dann gesagt, Leute, lasst einfach Option 1 machen. Und das ist aber auch der Grund, warum ein paar Strafen heute also hands down einfach nicht so geil sind. Also, ich spoilere euch nicht, aber es gibt halt, es gibt ein paar coole Sachen, es gibt ein paar All-Time-Klassiker, die wir auch schon 4G hatten. 4G zum Beispiel, ne? Hä? Was war das? Was war? Sicher, habe ich gerade verstanden. Wie bitte? Das war irgendwie abgehackt. Over. Bitte wiederholen, over. Du sollst dich ficken. Okay, das ist aber auch Wortwahl jetzt. Wortwahl! Hä, warum? Hallo! Das verstehe ich jetzt auch. Sind die betrunken? Hä, warum soll ich mich ficken? Ja, warum? Vielleicht sollst du die Klippe hier runter, weil. Hä, hey, wir ja mussten die erste halt jetzt. Machen. Ich glaube, Solver denkt, dass ich ihre Arbeit shit talk, weil ich sage, ein paar Strafen sind durchwachsen. Also, wir mussten halt heute spontan halt ein paar Strafen rauskicken und haben heute spontan ein paar hinzugeaddet. Und die sind halt durchwachsen. Da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, Sole. Aber okay. Und im Laufe des Formats kommen uns vielleicht noch Ideen. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wo wir das dann. Haben wir auch bisher bei Dark Souls 1 und 2 so gemacht. Ja. Dass wir eh angepasst haben. Wenn wir gemerkt haben, irgendeine Strafe ist irgendwann nervig, dann haben wir die gekickt und was anderes reingeschoben und so weiter. Und es gibt auch eine. Ja, sage ich das jetzt schon? Oh, Alter, wie lange eigentlich? Ja, bis zum nächsten Tod. Ist das meiste. Ja, wir werden das alles noch ein bisschen. Weißt du was? Du wirst einfach nicht mehr sterben heute. Richtig. Und das ist das Fall. Ja. Jetzt ist erstmal kacke, dass du keine Seelen aufheben darfst. Ja, das ist wirklich. Ach, ist das kacke? Das sind ey, halt. Also aus meiner professionellen Meinung würde ich fast sagen, es ist. Sie hat so ein 4-Level jetzt so. Ja. Vor allem wahrscheinlich bei ihr unten, sie hätte es aktiviert und ich hätte leveln können, wa? Na komm, halt die nein. Quatsch. Es ist doch nach wie vor ein Bossfight. Ist das kacke. Wirklich. Also ja, also es ist witzig. Muss man auch sagen. Es ist der, wieder der typisch, nein, es ist der typischste Start wieder. Ja. Das ist so beschissen. Warum denn? Ich fick den Boss in alle Einzelteile. Jetzt mal ehrlich. Ja, dann los. Nein, hab ich ja. Ach, es kommt noch einer. Sie ist ein Boss. ja, sie ist auch einer. Counter plus 1. Sie chokeslammt dich sofort und schmeißt sie zu Yasuo. Scheiße. Ja, es ist eine 1, by the way. Aber es ist eine gute 1. Weißt du, der Tod wäre auch gar nicht gut gewesen, wenn das Gewicht der 4000 Seelen nicht wäre. Ja, safe. Unterschätzt das mal nicht mit den 4000 Seelen. Das ist viel. Ja, komm wieder her, das siehst Herbert. Du auch nie wieder. Herbert. Unterschätzt das mal nicht mit den Seelen. Die sind ziemlich so, gerade im Early Game. Man darf auch nicht farmen. Ja, wir im Norden haben auch noch ganz viele Seelen am Start. Du sag mal, Hamburg hat nicht gute Seelen. Digga, was war das denn? Oh, 40 Seelen. Mm, das schmeckt. Das noch 100, dann ist wieder da. Ey, das ist wieder. Und deswegen bin ich. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich der Auffassung bin. Das Spiel will mich bumsen. Ja. Ich bumse es zurück. Ich sag ist dir mir gesagt, scheißegal. Du hast die absolute, weil du hast ihr die alle so mit eurem. Du hast die gute Bums-Ausrüstung. Ich sag's, wie es ist. Und es ist auch wieder so typisch, dass genau diese. Als auch erste Bestrafung jetzt kommt. Ja. Junge, so langsam kommt die Realität. Ich war einfach gerade nur schock. Ja. Digga, das ist so beschissen. Ja, gerade die so.
Digga, ihr seid auch irgendwie, ihr denkt, ihr seid irgendwie Tag Team Number One, oder? Ja. Ich jetzt. Ja. Komm, das war gut. Team ganz ruhig. Der hat dich getaggt, Team. Wie schön der Sound ist. Ja, beschützt deinen Bruder nicht. Wenn du das hören könntest. Beschreib's mir. Ja, gib ihm da ruhig mal rüber. Du musst ja so. Digga, das war wirklich ein richtiger Chemnitzer. Das Ding ist. Oh Mann, ey. Aber was war er für ein Typ? War er auch so ein Verarschter? Ich darf nicht einsammeln. Du darfst nur angucken. Guck's an. Guck dein Bruder. Aber coole grüne Farbe mag ich. Actually sieht man es besser als früher. Ja. Das ist wunderbar besser gemacht. Digga, ich komme. Aber dafür nicht sieht man drauf, die Items. Was 1 und 2? Ich weiß gar nicht, was 2 ist. Ob's besser aussieht als früher? Das sieht schon besser aus. Oder habe ich jetzt irgendwas gesagt gehabt, wo die Leute Meinung abgeben sollen? Nö. Ich glaube, die sind langsam müde. Warum 1? Ja. Nö. Seit ich glaub, 1 wird müde. Wow! Dich habe ich schon wieder vergessen. Hör auf. Hey, ich dachte, der fällt ich runter. Ich dachte auch. Du hast schon mal gefangen. Wie viel gibt er? Wenig. Mann! Wird Max die nächste Stunde überleben? Nichts, komm. Komm, Max, wir machen noch so. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Du probierst ja so nochmal. Du kannst den auch for free probieren. Hä? Nein. Nicht? Na gut. Wie for free probieren? Was soll naja, sein? Muss ja keine Angst um seine Seelen haben. Ja, aber er muss Digga. Mal drehen, Digga. Bist du doof? Hier ist nichts for free. Das ist ja mein Problem. Na gut. Da unten hockt er übrigens. Na gut. Da unten hockt er? Wer hockt da? Da hat einer gehockt am Rand. Na gut. Also, na gut. Hier ist noch ein Chemnitzer, safe, oder? Weil der andere stand auch vom Turm. Also hier gibt's eine sneaky Shotgun. Sache. Du hast jetzt, ich versuche ja deine Messages zu deuten. Du willst ja OP sein, richtig? Ja. Hier gibt's einen Weg, so ein bisschen zu Speedrun, Leute. Ich lasse ihm jetzt die Option, oder ihr sagt im Chat, 1, wenn wir Max helfen, 2, ihr müsst das bitte über die Moderatoren machen, damit man es ordentlich sieht. 2, keine Hilfe für kleine... Kleine die Riesen, Digga. Das schätzt man nicht. Die Riesen sind auch so, das hast du sehr gut erkannt, actually. Riesenbaumsaunen und... Okay. Oh, das ist höllisch durchwachsen. Max, die nächste Stunde überleben. Was für eine Vorhersage. Aktuelle Total. Abstimmung, Hilfe. So, okay. Macht mal die Abstimmung, ob Hilfe 1 ja, 2 nein. Und ihr müsst das bitte in das Voting reinbuchen. Also ich kann jetzt helfen, irgendwie hochspringen, oder? Guck mal. Boah, ich habe übel Angst, dass du fällst, Mann. Ja, ist das... Das ist es, glaube ich, nicht worth. Ja, ich könnte hier aufs Dach wahrscheinlich. So, kann ich hier mit der Maus gucken? Nee, da krieg ich Angst, ne? Da oben. Ist die andere Maus, ne? Hilfe. Welche Richtung geht's denn? Oh, das ist aber close. Okay. Das sieht nach Nein aus. 56% Nein. Also die Ja's müssen sich Mühe geben. Das ist actually cool. Also wenn ein Gast, so wie du jetzt, sagt, jo, stimmt mal ab. Jo. Wenn du dir selber nicht ganz... Satiable. Also im Prinzip ist es kein Game Changer oder sowas, aber lustig. Satiable. Was hier? Hallo? Honk. Das ist auch eine gute Verhaltensweise. Überall dagegen ballern. Achso, eine Sache ist jetzt übel weird. Warte, geh mal runter und dann nach links nochmal. Von da, wo du gekommen bist, basically. Da musst du, manchmal kann hier Nebel sein, da musst du keine Angst haben. Manchmal loadet das Game die Gebiete erst. Ah, lol, so wie bei Bossfights. Ja, aber das ist nicht so, dass du da reintreten musst, sondern einfach nicht wundern. Du hingehst so zum Chemnitzer wahrscheinlich, oder? Nee, willst du zum Chemnitzer? Soll ich leiden? Nein. Okay. Der war geil, also den würde ich noch sehen wollen, wie du den machst. Oh, der schreibt Gen. Oh, Gen zu lesen ist auch furchtbar. Gen. Digga, was ist das hier? Donk. Also sieht nach Nein aus, das ist gut. Siehst du, wenn man so runterguckt, sieht das echt so aus. Aber manchmal ist es auch so. Kannst du aber schon. Da ist ein Atze über meinem linken Krummsäbel. Ja. Ja, oder ich mach den Chemnitzer. Chemnitzer. Leute, wollt ihr Chemnitzer? Oder den Atzen? Ja. Ich glaube, die sind alle für Chemnitz. Das Ding ist, er hält wahrscheinlich wenig aus, könnte ich mir vorstellen. Ja, hau den mal. Aber ich glaube, ich würde mit Schild machen und versuchen zu parryen. Parryen ist krass. Also ich kann dir sagen, ich kann in dem Spiel nicht parryen. Ich bin da übel schlecht drin. Das Parry-Fenster ist hier. Ja, das Ding ist, dass man halt, wenn dann von Anfang an parryen practicen muss. Ja, würde ich dir empfehlen. Und in diesem Format ist es der Tod. Wortwörtlich. Ach so, ja, das stimmt. Du kannst nicht üben, ja. Ich kann nicht üben. Good point. Ja. Ach, scheiße, ich bin Half-Life. Ja, trink erstmal einen Schluck. Ja, aber dann habe ich nur 2 Healing. Das ist eigentlich scheiße.
Egal, notfalls renne ich weg und reset ihn. Also die Leute wollen Chemnitz sehen. Ja, ich will ihn auch töten. Guck mal, der hat deine Seelen geklaut. Ja. Das ist, du weißt halt, sie liegen da. Das ist übrigens eine gute Idee. Was denn? Weil man weiß nie, wenn die aufstehen, die vor der Tür. Ja. So. Leute, los geht's. Max ist bereit. Die Kanalpunkte. Aber er ist ein Special One. Er ist wirklich special, ja. Ja, nee, aber auch vom Gegnertyp. Ich merke das schon. Der hat so Spieler-Vibes, weißt du? Jo. Ja, ja, es ist so wie bei Elden Ring, diese Invade-Dudes. Digga. Aber der ist so eine komische Zwischenform tatsächlich. Ganz weirde. Er ist auch übel früh platziert. Ganz komisch. Kanalwette wäre jetzt geil übrigens. Ja, die Kanalwette ist schon eingestellt für eine Perfekt. Stunde. Perfekt. Aber nicht für den Boss jetzt. Achso, ob ich eine Stunde überlebe? Ja. Ja. Ist ein Boss. Ist ein Boss. Ja. Ist ein Boss, ja. Also actually ist es einer, ja. Ist der Elden Lord. Also sein Follow-up kommt halt sehr schnell. Das heißt, ich muss irgendwie richtig geil timen. Ja, oder du brichst ihn einfach ab. Während der hier so aufgeladen ist. Aber das sieht so aus, als ob er jeden... Ach so, das hat quasi... Okay. Ich glaube, der geht wieder zurück. Oh, der Damage ist ja terrible. Oh mein Gott! Den habe ich ein bisschen höher erwartet. Der two-hittet mich. Aber vielleicht kannst du... Versuch mal noch mehr Attacks. Also der staggert, der hat keine Rüstung. Er staggert also bis zum Mond. Oder du skippst ihn. Ja, probier das mal. Guck, ein Drittel weg. Ist schon nicht schlecht. Gefährlich, gefährlich. Jo, das ist wirklich Spiel mit dem Tod, Alter. Perfekt. Das Schlimme ist, ich krieg Herzrasen. Er hat Bock. Er ist so ein Wichser. Deswegen, Leute, Stück für Stück, Stück für Stück. Hälfte geschafft. Komm, ja. Komm doch, komm doch. Unterschätzt immer nicht. Gott, ich hasse mein Leben, Alter. Boah. Aber du baust Blutung gar nicht so schnell auf. So, jetzt habe ich keinen Healing mehr. Und der drängt mich leider. Sehr schön. Nice. Wieder 200. Also es könnte die letzte Rotation sein. Digga. Das ist halt das Schlimme hier. Er ist so schlimm. Hör auf, hör auf. Sei bloß vorsichtig. Hör auf. Sei vorsichtig. Geil, wenn er so ankommt. Sehr schön. Jetzt nicht unterschätzen, nicht unterschätzen. Das war's doch jetzt, oder? Brandbombe. Alter, in die Fresse. Er lebt noch. Ciao. Er lebt What? Noch. Sehr schön. Yay! Sehr gut. Sehr schön. Er hat was gedroppt. Er hat was 2000. Gedroppt. Nee, viel besser als 2000 Seelen. Ushigatana, Digga. Das ist doch viel besser als die, oder? Nee, als die ist es nichts besser. Aber das ist eine sehr gute Waffe. Ja, aber ich glaube, halt aber du hast auch ein paar Gewänder bekommen, ist auch geil. Also wenn du jetzt ein paar Seelen halt hättest, könntest du leveln und die benutzen. Alter, das ist aber komplett. Okay, ist halt viel, viel leichter. Komplett Peter Griffin. Aber Alter. Wo sehe ich denn, welche Rolle ich mache? Norris. Da oben. Hm, ab wie viel Prozent habe ich leichte Rolle? Bis 70 und 30, glaube ich. Leute, da könnt ihr mich aber gerne mal korrigieren. Also 70 weiß ich, aber die super leichte Rolle habe ich noch gar nicht benutzt. Könnte sein 30 oder 25 oder so. Irgendwas komisches. 29,9. 30% 73. Okay, na dann. Scheiße, Digga. Okay. Ey, aber wieder 2000 Seelen. Ja. Wie du da sitzt, Alter. Ja, Digga, ich bin hier so ein Goblin in der Ecke, ist doch geil, Digga. Einfach er muss sich so machen. Mike, ja, Digga, ich bin so ein Goblin in der Ecke, ist doch geil, Digga. Goblin hier unter deinem Mikrofonarm. Wäre geil, würde ich jetzt random irgendwie sterben, weil irgendwas jetzt noch kommt. Wäre übel geil. Also überall sind Türme mit so Gattern. Aber wahrscheinlich kommt man nirgendwo weiter, weil man halt Schlüssel braucht. Ja. Von dieser Seite, achso, okay. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt rein. Ist das hier noch was? Da kann ich irgendwann runterspringen. Super. Alter, geh doch nicht zu den Klippen. Du schützt es mal nicht mit den Klippen. Das ist einfach so unangenehm. Alter. Junge, das ganze Game ist unangenehm. Nee, das Game ist geil. Ja. Ey, dafür ein Prime-Sub. Digga, deine Adlibs sind einfach das Beste. Dafür Prime-Sub. Prime Sub. Meine Adlibs vor allem. Hä, wo ist denn der scheiß Eingang? Wie ich Eingang! Der ist unten, der ist unten. Weird hier, die Sonne. Ja, im Prinzip ist das ist der Bogen, über den du gelaufen bist. Ich verstehe, ja. Runter ist der Eingang. Okay.
Aber hier bin ich auch die ganze Zeit rumgelaufen. Voll idiot. Okay, dann gehe ich jetzt runter. Dann runter. Aber mach ich rechts den Typen erstmal, ja, ne? Ja, mach den mal. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Unkindled. Right. Ashen one and unkindled. Ich glaube, was soll ich machen? Es ist nicht schlimm, alles gut. So, aber der Typ ist wie der, der dich beim ersten. Also er ist böse. Nee, der ist einfach. Er ist pro Aschefürst. Also er ist innerlich tot. Siehst du, zusammenbricht. Don't you think? Komm, halt mal. Kann ich ihn töten und sein Equipment looten? Probier mal. Na, hast du nur 2000 Seelen. Das ist ja, wir unterschätzen mal nicht. Unterschätzen wir nicht mit den Seelen. Digga, ich hätte hier leveln können. Das nein. Das ist deine Wife. Das mit dem Level kommt sich nicht. Das ist halt, das ist das Emote. Das ist es, Alter. Mit diesem, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, der erst lacht und dann einfach heult. Das bin ich. Ja, bisschen spät. Tja, aber jetzt kannst du immerhin ein bisschen. Jetzt leveln. Kannst du leveln. Max. Nun gut. Ja, ich soll ihre Finsternis in sie berühren, Alter. Manchmal macht die auch so komische Zuckungen. So. Tja, wahrscheinlich Vitality und Geschicklichkeit abwechselnd. Und Kondition und das war keine, wie gesagt, ist weird. Aber so auf jeden Fall. Vor allem, ich bin ja an Yasuo gestorben. Trotz des Buffs. Crazy. Farewell. Ja, na gut, der hat ja auch. Oh, das ist schon jetzt André. Ja, Mann. Man hat jetzt André, ein Brudi. Gutes Haar. André. Kuss. Schön. André, Brudi. André. Oh. Moin. Hey, sind ja schon alle. Ja. Die haben ja quasi ein ordentliches Hattisch. Aber bei 2 war es auch halbwegs okay. Ja, schon bei 1 muss man immer übel kreuz und quer rennen dafür. Ja, 1 war lost. Aber war, hat auch irgendwie was, weil man musste sich halt auskennen. Das war cool. Also ich kenne die alle nicht. Ja. Warst du hier? Ja. Also aber ich kenne, also ich habe die schon so. Wie viele Tries hast du für den Boss gebaut? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ein paar auf jeden Fall. Also ich kann dir noch 2 Dinge sagen, die du verpasst hast. Nicht verpasst hast, sondern die du jetzt, die du nicht erleben konntest. Weil jetzt Yasuo und Gunja tot ist. Soll ich die dir verraten? Oha. Das sind so kleine Sachen, die sind nicht schlimm. Ist das so Lore-Kram oder was? Bisschen, nee, Lore-Kram ist es nicht, aber es halt wäre lustig gewesen. Das heißt, so für Übung. Das bedeutet, den Gunja, den darf man sogar parryen, actually. Krass. Aber es ist übel schwer. Also guck mal hier, ich find's anstrengend. Auf jeden Fall. Ja. Und der Yasuo, der hat doch immer so gemacht. Ja. Mit dem Katana. Den Move kannst du auch machen. Mit dem Ushigatana. Ja. Ja. Und der Move kann parry. Eigentlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass du da rein angreifst und pariert wirst und der dich one-shot. Oh mein Gott, really? Du hast einfach nicht angegriffen. Das hat mich so genervt. Really? Ja. Achso. Kanalwette, ja, true. Ja, heftig. Ja. Weil, für mich war das einfach dieser Attack-Move, er kann jederzeit zünden. Und sobald ich einen Schritt auf ihn zumache, wird er zünden. Deswegen habe ich gewartet, dass er normal auf mich zurennt und dann kann ich ihn durchsteckern. Er zündet noch härter, er parryt ihn Angriff. Hey, Junge, es gibt jetzt einen Kali-Mode. Was, wirklich? Jo, das ist Kali. Oh mein Gott. Oh Alter, mein wie breit ist Gott, der? Ist das geil. Es ist leider noch nicht hier jetzt übernommen, aber Karl Arrive, Junge. Karl Arrive. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Ich wünschte, ich könnte Chatterino rüberziehen, aber egal. Ab morgen dann haben wir das alles ein bisschen besser. Alles ist ein bisschen runter. Okay, hier gibt es leichte Klamotten, Schilde, Fackel. Okay, also was halt interessant ist, ist auf jeden Fall der Turmschlüssel. Aber ich wette, den kriegt man auch halt irgendwie sonst. Ich habe nichts gesagt. Also den kriegt man wahrscheinlich auch irgendwie sonst, wenn man halt weiß wie. Ja, 20.000 noch in dem Game Ultra hier. 20? Ich dachte 2.000, Maschallah. 20 ist einfach illegal, aber du kannst schon kaufen. Ist das hier ein Ding, verkaufen? Eigentlich ja nie. Das ist wesentlich cooler. Also, okay. Also kannst du zum Beispiel, das ist halt so ein Komfort-Ding, statt Seelen ploppen, kannst du hier gerne direkt verkaufen. Well, I am André, as a humble suit, you're in search of the Lord, toilsome journey. Also man fühlt sich halt übel zu Hause von Dark Souls 1. Also es ist insane, wirklich. Es gibt auch mega, also Lore-Anlehnung wirst du auch richtig viel finden. Das ist übel geil, macht Spaß. So, was ist
Stärken kannst du nicht. Diese Kackscherben finden wieder. Titanit. Scherben. Scherben. Durchwirken ist dann. Das kennst du auch schon. Kruder, feurig, gealtert. Okay, gealtert kenne ich noch nicht. Ausrüstung reparieren. Ah. Oh, das, ja, das ist cool. Okay, wie bei Elden Ring. Cool. Ja. Da hatten die das. Also andersrum. Ja. Genau. Verstärken brauche ich eine Estus Scherbe. Okay. Ja, die findet man auch. Okay, und ich kann wahrscheinlich dreimal mit ihm reden und dann gibt es was Neues oder so. Ne, der nimmt die übelst krasse Questline so. Mhm. Aber ist schon ganz cool. Du kannst, ich kann dir noch eine Sache beibringen, weil die das Spiel nicht gut beibringt. Mhm. Wenn es so ist, okay, ist jemand zum Spielen noch? Du Arsch. Das ist das Letzte. Aber das ist wirklich praktisch. Yeah. Weil das Spiel sagt dir das quasi nicht. Und zwar Waffe durchwirken. Du siehst ja, du hättest jetzt gesagt, geh mal auf deine Waffe. Eigentlich gar nicht. Geh mal drauf. Und später hast du dann hier eine größere Auswahl, wenn du dem André mehr Shit bekommst. Und bei Dark Souls 1 war das ja übel weird, mit dann brauchst du eine grüne Scherbe und eine bestimmte Kugel und so weiter. Und hier ist das so steinabhängig. Das heißt, geh mal ganz nach rechts. Da ist dein komischer Feuerstein. Den ich ja einmal ihm geben muss. Nee, bei Dark Souls 1 war es so, zum Beispiel, wenn man Feueraufwertung machen will, musste man diesen heftigen Lava-Feuerstein finden und ihm geben. Und ab da konnte man dann die roten. Dann konnte man Feuer warten. Das war bei dem Schmied unten, bei diesem Skeletttypen. Okay. Das war quasi nochmal extra. Aber hier findest du jetzt quasi so einen feurigen Stein. Ja. Und wenn André das quasi schon zur Auswahl hat, dann hättest du quasi mit dem starten können und dann hättest du quasi so eine Feuerwaffe. Bei der Charaktererstellung? Ja. Krass. Das ist cool. Das ist insane. Aber dann liest du dir das hier nochmal durch und denkst dir, what the fuck? Oh shit, what? Ja. Null. Ja, würde ich auch nicht machen. Okay, aber. Aber brauche ich jetzt einen Feuerstein, einen feurigen Edelstein pro Stufe Aufwertung? Oder wird das einmal quasi wie bei Elden Ring so. Einmal gewipst? Ja, genau. Und dann kannst du einfach bis plus 10 machen. Mit den normalen. Mit den normalen Titanit oder nee, dann die anderen, ne? Die wechseln sich so ein bisschen. Ich glaube, ein paar Sachen sind da quasi noch, aber das wirst du mal rauskriegen. Aber das ist so eine Sache, die das Spiel nicht gut erzählt. Beeinflusst das das Moveset auch, so wie bei Elden Ring? Nee, das wäre krass. Okay, ja, das war die krasse Sache bei Elden Ring, ne? Ja, die Asche. Ja, aber hier ist nicht so. Hier hat jedes Waffe ein Moveset, das war schon übel sick. Mm-hmm. So, ich meine, wie viele Movesets kennst du aus Dark Souls 1? 80. 5. Ja. Also diese Drachenwaffen, die hatten Moves. Ich hol mir mal ein Besserchen. Ja. Braucht noch jemand was? Mach das mal. Ich würde noch ein paar Mal mit ihm reden, damit irgendeine Quest vorangeht. Ja, Leute, helft ihm bitte bei den Quests. Ich glaube, das macht richtig viel Spaß. Also die sind hier wirklich gut designt. Da würde ich mich unwohl fühlen. Die sind wirklich sehr, sehr schön. Also bei den Quests haben die sich wirklich Mühe gegeben. Hast du rein? Ich hau jetzt rein. Reinforcement. Infusion is a more reinforcement. Aber genieß es. Bring the stones. That's my purpose after all. In battle, your weapon. Das ist halt übel nice. Hurra. Pretty, be careful. Maxim. I don't want to see my work squandered. Das war mir eine Ehre. O7. So. Vielen Dank, dass du auch den ganzen Tag hier am Start warst. Jo, kein Ding. Das war übel geil, Mann. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Irgendwann Nachmittag oder so. Und ihr vergesst keine Quest. Leute, das ist wichtig. Ich glaube, ich nehme das Mic nicht mehr. Ich werde jetzt. Ich wäre wirklich kacken gegangen. So. Du genießt es. Du guckst dir alles an. Ist das meins? Mein Muss? Dein. Du weißt, du gehst um jede Ecke. Ja. Du haust gegen jede Wand. Mein Wasser ist aber nicht da. Okay, Leute. Tschüssi. Komm gut nach Haus. Gut. Boah. Ja, es ist special. Es ist alles anders, I know, aber ich lieb's. Klar, also so einen ersten Part hätte ich mir jetzt auch gut solo vorstellen können, weil ich mich dann so mit euch richtig intensiv eingrooven kann. Aber, ja, so ist auch nice. Ist halt anders. Ja. Links? Wahrscheinlich hier rechts, ne, wegen dem Schatz. Oder gehst du auch? Achso, nee, ich will noch bleiben. Ja, okay. Kannst du erstmal alleine jetzt ein bisschen Zeit mit. Nee, wir malen jetzt auch nicht mehr lang. Ich meine, wir haben jetzt auch heute spät angefangen wegen dem Eintracht-Spiel. Es war auch viel heute los. Es war viel generell. Ja, viel, ultra viel los. Viel. Also erstmal auch aufs Leben klarkommen und so. Du hast halt einfach 10.000 Subs bekommen. Ich habe doch auch keine Ahnung, Mann.
Das ist insane. Okay. So, mir ich kann dir absolut gar keine Tipps geben. Super. Ne? Oh. Achso, er hier. Ist doch schön. Genau, ich würde mich jetzt hier in diesem Hub erstmal noch eine Weile umgucken. Kann ich hier dieses Schwert reinstecken? Genau. Ja, das ist das, was du von mir. Und dann könnte ich, ab jetzt kann ich mich dann wahrscheinlich teleportieren, right? Und auch leveln wahrscheinlich. Digga, ich hatte wirklich die Möglichkeit, hier 3 Level reinzuballern vor meiner Nase. Ich habe sogar gecallt. An den Larry da vor der Tür, an den konnte ich mich auch noch erinnern. Ich war so innerlich, oh Gott, nee, geht er jetzt hin. Untotenknochensplitter verbrennen? Krass. Was ist das verbrennen? Hm. Digga, ich wär schon so OP. Wirklich. Ja. Scheiße. Ey, das ist wirklich. Also die 3000 Seelen sind jetzt halt schon sehr wichtig eigentlich. Mhm. Ne? Okay, naja. Wo geht's hier lang? Digga, ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Spiegel das oder? Hier geht's runter. Okay. Soll ich runter? Kannst du, glaube ich, ja. Haha! Verarscht! Kannst du nicht. Ach ja, Headset. Digga, die kichern schon wieder alle. Oh, jetzt höre ich Ton. Das ist ja der Hammer. Ja die kichern alle, Mann. Schätze, ich nehme die Kopfhörer, mein Junge. Ja, habe ich doch jetzt. Alles gut. Hä? Mann, jetzt verunsichern die mich schon. Das ist eine komplett neue Experience für mich. Ja, ja, dass der Chat mich halt jetzt verunsichern kann. Ja. Das hatte ich halt nie. Ey, ich wette, die verschwören sich jetzt auch ab und zu. Lass Discord verabreden. Ja, und so. Und jetzt alle Tee. Alle den Pippe mit dem Tee. Okay, ich. Das ist auch wieder halbe Labyrinth, ey. Wofür gibt es das alles? Kommst du da wieder raus? Wofür gibt es das alles? Diese Nebengänge, wo nichts ist, sind ja, da versteckte Wände? Ich weiß nicht. Komm! Mann! Na, das war eine Treppe. Ja, ja, ich weiß, wie ich zurückkomme, aber ich suche halt die Gegend. Aber vielleicht kommt da später noch was. Irgendwie. Ich dachte eben, es war ein Teaser von dir und dann habe ich gemerkt, nee, hat ja gar keinen Plan. Ich habe halt wirklich nur eine Stunde gespielt oder so. Oder anderthalb waren es, glaube ich, damals. Ich würde halt jetzt gerne in eine Area kommen, wo meinetwegen die Gegner ein bisschen mehr härter sind, so wo das Spiel erwachsener wird für einen. Also in Bezug auf Schwierigkeitsgrad und so. Und da ein bisschen farmen und leveln. Hä, hier geht's jetzt wieder runter? Aber hier war ich, ne? Musst du nicht irgendwie am Dings reisen? Meinst du nicht gerade reisen? Nee, ich kann ab jetzt zwischen den Lagerfeuern reisen. Ja, aber ich glaube, geh mal hin. Geh mal in das Menü. Digga, das ist da, wo du eben runtergesprungen bist. Ach so, es geht hier gar nicht weiter. Doch, hier, nee. Genau. Doch, hier hinter. Nee, oder ist nicht? Ah, das weißt du noch. Aber was ist er hier? Ja, Easter Egg! Der heilige König Lothric, letzte Hoffnung seiner Linie. Referenz. Oh ja. Nice, der war cool. Danke. Setz dich mal rauf, mach Screenshot. Setz mal drauf, mal Screenshot. Ja, das wäre sowas, das hätte ich früher so auf Facebook gepostet. Ja. Hätte ich so ein neues Spiel. Nee, gehabt. Ich habe ja wirklich in WoW mal. Oh. Jorm, der Riese aus der Kol. Oh, hier sind die ganzen krassen Bosse, ja? Und wenn ich die kille, kommt da irgendwas. Kann ich mir vorstellen. Okay, das ist meine Hauptbasis. Und von hier reise ich, ja? Ist es so? Reisen. Aha. So, da musst du nämlich hin. Hier war da warst du. Mhm. So, jetzt geht's. Hohe Mauer von Lothric. Wir waren Feuerbandschrein, Totenacker der Asche. Nee, wir sind Feuerbandschrein. Ah, okay. Ah, ist der Feuerbandschrein. Ja, macht Sinn. Abfahrt. Auf Hopp. Auf Hopp. Ist auch ein geiles Simon. Du schätzt es mal nicht mit dem Monster so spät, ne? Abfahrt, genau. Du schätzt es mal nicht mit dem Monster so spät. Kannst du schlafen? Oh, das stimmt. Ja, scheiße. Bis zum Morgen hast du mir Wasser mitgebracht? Nee, da habe ich schon ein bisschen draus getrunken tatsächlich, aber wenn du magst. Ja, alles gut. Ach komm, behalt. Komm, ich schütze dir ins Maul. Nein, bitte. Nö, geht. Nö, geht eigentlich. Mach dir auch keinen Stress jetzt. Warum machst du den Kopf? Wovor hast du Schiss? Warum machst du? Wir brauchen Mark Foster, Emote. Der kommt einfach im Finale. Als Gast? Oh mein Gott. Warst du hier? Ja. Shit. Ich glaube, ich weiß sogar noch ganz oh mein genau, Gott, der Sound. Boah, ist das nice. So, hier müssen jetzt ein paar Idioten sein. Da ist ein Bonfire, das heißt, hier ist überall nichts. Kann ich durch Fässer rollen? Mashallah.
Oh, in Fässern ist vielleicht irgendwie so ein... Gibt es wieder diese Echsen? Diese Scheiß-Echsen mit dem Titanit-Scheiß-Erben? Dings? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt eine schöne Knackung. Um 0 Uhr. Einmal zum Intro, ja, okay. Und einmal als Abschied. Oh mein Gott. Das wäre so ein Scheiß-Rhythmus. Ah. Ah ja, das sind die Atzen. Okay. Ja. So, und hier? Auch? Ich will jetzt halt ein bisschen leveln irgendwie. Da habe ich übel Bock drauf. Ja, das sind auch welche. Okay. Also es gibt zwei. Aber ich kann ja ein bisschen meine Erfahrungen teilen, weil ich habe ja gar keinen Plan. Oh, Hundis. Shit. One Shot. Ja, das sind richtige Scheiß-Nettis. Hinter mir wird geschossen. Ja, ich glaube oben. Ah, auf dem Holz. Dieser Hund. Nee, das ist ein Bogenschütze. Er ist runtergesprungen. Voll Idiot. Ey, das war alles so clean. Gleich kommt. Ich sag euch, was hier kommt. Ich gehe hier den Weg runter. Oben kommt Drache, bricht da durch die Mauer oder ein Riese, bam, Bossfight. Oder Raumschiff. Ne? Ja, ich laber zu viel. Ey, es ist 22.30 Uhr. Nein, es ist 23.58 Uhr. Warum bin ich eigentlich noch hier? 22.30 Uhr. Ich bin nicht mal in deinem Team, Max. Warum bin ich noch hier? Digga, komm doch hier die Treppe hoch! Ist das frech? Der Atze kommt auch immer näher. Digga, die sind immer aggro. Der ist gefährlich, ne? Ja, das sehe ich. Schön. Oh, der hält aus. Ey, ey, ey! Oh, kann ich backstabben? Safe, oder? Let him cook. Kann ich backstabben? Safe, oder? Mit wahrscheinlich R1, ja? Ja, oh, warte mal, hier stöhnt wer? Irgendwer braucht... Das bin ich. Nee, ist er hier. Guck mal, der sammelt Blumen. So, kommt jetzt irgendwas hier? Oh, was da? Die hatten eine Kerze an, Digga. Nur sie. Nee, sie auch. Mach aus. Hm. Die stehen gleich alle auf und greifen mich an. Was ist mit ihm? Es gibt jetzt aber mehrere Wege, ne? Du kannst oh da vorne mein Gott, hoch. Es gibt so viele Wege, ja. Ich kann hier hoch, Alter. Ich kann da runter. Oder ich gehe da hinten nochmal weiter. Ja, dann erstmal hoch. Warte mal, und hier geht's auch noch lang? Scheiße, Digga. Oh. Papa Plate? Emote? Ey, ich wette, ich wurde heute so oft geradet, ich hab's nicht mitbekommen, ist so disrespectful. Ja, ja, ja. Hast du ein bisschen abgehoben, nennt man das. Mann, das, daran muss ich echt arbeiten, dass die Alerts irgendwie jetzt ordentlich kicken und... Ja, aber das kriegt man easy hin, glaube ich. Aber hat jetzt wer geradet, weil auf einmal hier ein neues Emote kommt und gespammt wird? Ich glaube, es ist jetzt einfach da. Nee. Okay. Warum ist das ein Popi-Emote? Ja, doch, hier, 800 Raid von Genyan. Ah, danke. Hey, wo hast du das jetzt gesehen? Das war gerade oben im Chat, ganz kurz. Ah, danke. So, die wahrscheinlich, wenn ich ihn attacke, werden die alle aggro? Nee. Oh, jetzt geht's dran. What the f... Da habe ich einen Tipp. Chat, darf ich meinen Tipp sagen? Das ist der einzige, den ich weiß. Da habe ich einen Tipp. Darf ich? Mach ja. Mal full. Ja, mach doch. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Das habe ich herausgefunden damals. Wirklich? Ja. In der Aufnahme. Denn die Viecher... Ja, das ist ja wie beim ersten Boss. Die sind so verseucht. Ja, das, der Typ, ne? Der kam ja aus so einem Larry geplatzt. Ja. Wenn du den vorher... Killst, dann platzt der nicht. Das heißt, du musst schnell zu dem sprinten, ihn platz... und dann platzt der nicht. Weil danach ist er... Danke für die 6, Digga. Justi, 19.000, 1.900, Digi, danke für die 6. Stabile Muskeln. Und wenn du ihn... Ich kann nicht mehr. Es ist 0 Uhr. Das war ein aufregender Tag. Ja, du musst ihn vorher killen. Dann platzt er nicht. Ja, dann mach ich das jetzt. Poggers. Warte mal, das war hinten rechts der Typ, ne? Ja, ja. Ich könnte resetten, weil... Ja, wenn du hochkommst rechts, ich würde resetten. Der Rest war ja... Ist der strong? Ist der Arsch strong? Der Rest strong? War ja Larry. War das ein geiler Tipp-Chat? Ja, oder? Aber ist der strong? Szene? Ist der strong? Aber ist der strong? Ja. Also ist der wie der erste Boss jetzt quasi? Er ist stronger auf jeden Fall. Also viel, viel stronger, ja. Pass auf, ich kann... Wenn du es einfach haben möchtest, ich kann leveln.
Vielleicht. Nee. Ja. Na gut. Wahrscheinlich schon stark, aber jetzt nicht hoch. Oh, aber die sagen, da gibt's kein Loot. Anscheinend. Das wusste ich nicht. Hm. Ey, warte mal. Kann ich nur im Feuerbandschrein leveln? Ist das richtig? Weil hier kann ich jetzt nicht leveln. Muss ich dafür immer reisen? Das ist ja übel Shit. Also soll das so? Oder check ich was nicht? Oder ändert sich das noch? Oder... Ist anscheinend so. Muss ich immer reisen zum Leveln? Ach ja, ich muss ja bei ihr leveln. Ja. Ich glaube, die reist halt nicht durch die Gegend. Warum? Nur bei der Ollen. Nur bei der Tante. Okay, Chat. Aber das finde ich kacke. Das ist kein Elden Ring hier. Hä, in Dark Souls 1 war es schon wie bei Elden Ring. Stimmt, in Dark Souls 1 konnte man überall, ne? Ja. Bei jedem Feuer. Echt? Aber bei Dings noch nicht, oder? Bei Dark Souls 2? Doch. Ja? Klar. Sicher? Naja, jetzt nagel mich mal nicht drauf fest, aber schon ziemlich sicher. War nicht bei Dark Souls 2 auch nur in diesem komischen Bereich? Nee. Boah, ich weiß nicht mehr. Ich habe Dark Souls 2 echt. Bei Dark Souls 2 nicht. Nur in Majula. Ah! Echt? True. Ey, ja, Pommes. Ja, auch bei ihr. Das war auch nicht beim... Ja, warum machen die das so? Aber bei Dark Souls 1 war es doch bei jedem Leuchtfeuer, ja, oder? Ja, safe. Warum, wenn die halt in Dark Souls 3 wieder sagen, okay, wir haben wieder Brain, warum machen die das nicht? Dann... Ja, das ist jetzt die andere Seite, oder? Ja, ja, ja. Auf der Mauer. Auf der Mauer. Auf der Mauer? Das ist so ein Drachenklaue. Digga, for real, for real. FR, FR, Digga. Wir geben 30, das ist gar nicht mal bad. Das sind doch viele und das ist irgendwie... Das sind halt die Larrys nur. Oh, scheiße, der macht die Aggro, wa? Da liegt ein Item. Ja. Ah ne, der hat nur einen Aggro gemacht. Okay, ich habe ihn interrupted anscheinend. Wahrscheinlich, wenn er länger schreit. Ah, jetzt one-tap ich alle. Geil, ich habe genug geschickt. Oh. Drauf da. Ist so geil, dass ich die jetzt one-tappe. Die sind alle in ihrem eigenen Film irgendwie. Also, ja. Okay, ich kann runter oder ich kann hoch. Gehen wir da hoch, oder? Hab ich hier noch wen? Hier. Ich kann die nicht anvisieren, weil die halt anscheinend friedlich sind. Mhm. Aber, warte mal. Hier platzt doch auch wieder einer. Ja, ja, ja. Hier ja. Platzt safe auch einer. Ich weiß aber nicht wer. Digga, ist das ein. Also jetzt mal, ist das ein Drache? Scheint so, oder? Jo, da ist er, die Fresse. Hm? Digga, hier liegt ein Drache. Dicker. Oh, die Ragdolls wieder. Aber der ist tot. Mach dir keine Sorgen. Er kann dir nichts anhaben. Mhm. Die beten den Drachen an. Ich glaube, der platzt. Der andere ist jetzt schneller geplatzt eben. Digga, wir können hier richtig gut fahren. Oh lol, der hat zwei Hiebe ausgehalten. What? Der hat aber auch Rüstung. Digga, der wacht doch auf. Wenn die alle tot sind, wacht der auf. Muss nicht sein. Alter, wo geht's da hin? Der ist hier nicht einfach so. Aber wir fahren gut rein. Mittlerweile erinnere ich mich auch gerade nicht mehr. Da war ich, glaube ich, zum Beispiel, glaube ich, gar nicht. Oh. Da kannst du safe rauf. Isaac. Bau dich hoch. Flex 90s. Nee, ich muss schon runter. Nicht. Oh, da ist was. Doch, hier ist was. Ja? Nee. Aber, nee. Ja, könnte man nachher nochmal gucken. Geh lieber da hinten mal die Treppe hoch. Ja. Da steht jemand an der Treppe oben rechts. Hm. Schubst dich gleich. Ja, 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 ja. Kleinerer Bauke.
Schlange, oh, schnell zu. Digga, manchmal denkt man an diesen Deko. Da bricht was durch die Tür. Safe. Ja? Safe. Oder wie wetten wir? Kanalwette? Kanalwette, bricht was durch die Tür oder nicht? Fernglas. Das ist ein Hinweis. Kannst du da irgendwo hin? Fernglas. Vielleicht kann man den Gegner hinlocken, dass er durchhaut. Warum hast du jetzt ausgerechnet da oben im Fernglas gefunden? Naja, weil man von hier irgendwas sehen kann. Guck mal, da unten kann man was sehen. Ja, oder du... Aber ist geile Area. Ich ja, guck doch. Alter. Das ist schon krass. Ist doch wie Schloss Neuschwanstein. Quasi. Lass die Maut. Scheiß Toilettenrollen, was das ist. Okay. Digga, der Stuhl hat dir nichts getan, Mann. Ja, ist ja gut. Und wie geht's dir jetzt so nach 7 Stunden? 8 Stunden? Also ich bin echt geschafft, weil das war einfach mental heute sehr viel. Ja. Also einfach super viel Eindrücke, super, super krass, overwhelming alles. Aber auch viel, 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 viel erfolgreicher auch, als ich dachte. Also sowohl in Zahlen, als auch in, wie gut es inhaltlich lief. Also hands down. Es waren ja nur geile Momente. Ich, ja. Also ja, also ja. Auch das Eintracht-Ding, ja. Alles. Da die ersten 2 Stunden, hier kommen 1000 Leute rein und es funktioniert so. Weißt du, was ich meine? Ja, das war also einfach es war nie anstrengend, es war nie irgendwie scheiße oder... Und ich finde dadurch, dass der Raum auch so geil... Es geht so geil Szene gesetzt ist, ja. Ist es auch voll egal, wenn Leute mal reinkommen und einfach kurz da sind. Safe, safe. Es ist wirklich... Allein, dass so, dann so Leute wie Karl das fixen und... Es ist der erste fucking Tag. Ja. Es ist und so es ist crazy, jetzt schon voll mit geht. Legendären Memes. Hier geht's übrigens auch runter. Oh, danke für die 50 Gifte-Subs, Sir Toaster. Spiel weiter, war nicht schlimm. Ja, danke. Es ist, ich kann das, ich kann alles nicht mehr. Junge. Weißt du, wie viel Geld das ist? Ja, vor allem... Oh Digga, Gott. Auch den ganzen Tag ja schon. Ja, es ist verflucht. Du hattest bis gestern, als das Video online kam, wie viele Subs hattest du da? 400? 300? 300? 400? Du hast jetzt über 10.000. What the fuck, Alter? Das ist so schwer. Okay, Leute. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Das war ein sehr aufregender Tag, ein sehr krasser Tag. Ich würde tatsächlich hier jetzt erstmal... Dark Souls Wise. Danke, Kurs. Danke, Kurs. Schicht machen. erster Part, ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser, Digga. Ja, ihr merkt. Ein bisschen kürzer, also jetzt gerade auch für YouTube und so. Und ich weiß, viele kamen jetzt auch seit 21 Uhr hierher. Und wir hatten einfach sehr lange technische Schwierigkeiten, bevor wir mit Dark Souls gestartet haben. Tut mir auch mega leid. Aber all in all, wir haben heute viel Progress gemacht. Also rein inhaltlich mit dem Stream. Die haben sich super viel aufgeschrieben, 100 Pro, die sah, also wie geil, du hast ja ein Team an Leuten, die da den ganzen Tag in der Küche hocken, ja. An einem Tisch, an so einer riesen Kochinsel, müsst ihr euch vorstellen, am Laptop, oder mit dem Beamer das auf die Wand gemacht haben und, ja. Und Pizza gefressen haben auf und gewiped haben. Timestamps aufgeschrieben haben, was cool für coole Sachen passiert sind. Ja, und einfach geil, so ein geiles Leben, ohne Witz, bin so dankbar.